Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie heute am Sonntag, den 11.02., zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit, aber ich denke auch mal zu einer etwas ungewöhnlichen Sendung. Denn nicht nur die Sendung Kübler kommt, die wie gewohnt zwischen 17 und 19 Uhr kommt, sondern wir haben uns auf die Fahne geschrieben heute, wir helfen Gonarina Fada, ein Name, der in den letzten 14 Tagen, ich sage mal, wirklich durch die Presse gegangen ist, hier in unserem Heimatbereich. Und es geht um eine Krebstherapie, wofür wir Geld brauchen und Geld spenden wollen. Und ich spreche von wir, das ist einmal zu meiner Rechten hier Joachim Eberts, der sich spontan bereit erklärt hat zu sagen, da bin ich dabei, ich helfe mit. Zum Zweiten Bob Moravka, auch er hatte sich spontan bereit erklärt, er wollte auch eine Stunde dabei sein. Aber Bob, tut mir leid für dich, er liegt zu Hause mit der Grippe im Bett. Und wir wünschen dir natürlich von dieser Seite aus gute Besserung, gar kein Thema. Und der Dritte im Bunde, der unsere 5 Stunden hier mit bestreiten wird, das ist Sigi Klein. Sigi, danke auch dir, dass du spontan gesagt hast, ich bin dabei. Joachim. Franz Josef, ja, spontan sind wir bereit. Mück TV früher hat schon Spendensendungen gemacht. Jetzt sind wir bei TVT1 und in Zusammenarbeit mit dem Wochenspiegel wollen wir, wie der Franz Josef das eben auch schon gesagt hat, helfen, Gonarina Fada helfen mit einer Spendensendung. Und wir beide und alle die, oder wir drei, Sigi Klein, und alle die, die im Umfeld hier mitarbeiten, die hoffen auf die Spendenbereitschaft von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn wir haben immer auf Sie gebaut und wir hoffen, dass wir auch in diesem speziellen Fall auf Sie bauen können. Und deswegen gilt für diese Spendensendung genau das, was für andere Spendensendungen auch gilt. Sie können eine Telefonnummer wählen, können dort Ihren Spendenbeitrag avisieren, das heißt bekannt geben, wie viel Sie spenden möchten. Und dann werden wir Ihnen im Verlaufe der Sendung sowohl diese Telefonnummer als auch die Bankverbindung immer wieder mal nennen, damit Sie wissen, wo Sie morgen Montag am besten direkt um 8 Uhr das einzahlen können, was Sie uns heute avisiert haben, was wir für Gonarina zusammenbekommen. Und es wäre schön, es würde uns alle zusammen freuen, wenn wir wirklich ein Stück mithelfen können, um den Betrag, den Gonarina braucht, auch mit zusammenzubekommen. Was es im Einzelnen damit auf sich hat, was in dieser Sendung sonst noch passiert, das sagt Ihnen jetzt Franz Josef Kübeler, denn wir möchten Sie natürlich auch über den Sachverhalt, über die Erkrankung, über die Umgebung dieser Erkrankung und auch über die vorgesehene Therapie entsprechend informieren, damit Sie auch wissen, wofür Sie dieses Geld spenden. Bevor wir zu Franz Josef kommen, möchte ich einfach nochmal oder ein erstes Mal diese Spendennummer, diese Telefonnummer bekannt geben. Ich hoffe, Sie haben Papier und Bleistift. Es ist die 02651 für Mayen und dann die 970 970. Also eine Telefonnummer, die man sich durchaus merken kann. Entschuldigen Sie bitte meine etwas angegriffene Stimme, auch ich bin ein wenig von der Grippe dahin gerannt. Andere sagen, es läge am Karneval, aber es liegt an der Grippe. Nochmal die Telefonnummer 02651 970 970. Und dann gibt es auch noch eine Kontonummer, auf der Sie einzahlen können. Das ist die Raiffeisenbank Mayfeld-Pellenz mit der Kontonummer 900 907 817. Und die Bankleitzahl dazu ist die 576 622 63. Diese Kontonummer und auch die Telefonnummer werden Sie im Verlaufe dieser nächsten 5 Stunden bis 8 Uhr geht ja diese Sendung immer wieder eingeblendet bekommen oder von uns gesagt bekommen. Sie können, wenn Sie anrufen, sagen, wir möchten, dass diese Spende veröffentlicht wird. Tu Gutes und rede darüber, kann man sagen. Und deswegen würde ich sagen, lassen Sie uns einfach hier so immer zusammengefasst das eine oder andere vermelden, was Sie uns zugetragen haben, was Sie morgen einzahlen. Franz Josef, bevor wir zum weiteren Ablauf der Sendung kommen, vielleicht können wir schon mal ein bisschen was in den Pott einbezahlen. Du hast was, ich habe was. Denn im Karneval, Sie wissen, Karnevalisten sind auch Menschen, die immer wieder bereit sind zu helfen. Am gestrigen Abend wurde im Hausener Karneval, da müssen wir jetzt hin, im Hausener Karneval gesammelt für Gonarina, und zwar von der Gruppe Ans, vom Hausfrauenballett, von den alten Kameraden und vom Komitee des Hausener Karnevalsvereins sind erste 140 Mark in den Spendenpott gekommen, Franz Josef. Und du hast auch noch Spenden bekommen.
Gut, und des Weiteren war, wir hatten am Mittwochabend in der Lacher Seehalle in Mendig eine Veranstaltung. Da haben wir nur, Fred Schwanewild und ich, haben wir mit einem Goldwell-Menschen, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, gesprochen. Er sagte, für das Unternehmen kann ich nicht sprechen, ich spreche aber für mich. Und hat spontan auch mit seiner Frau Christel und der Herbert May haben also spontan 50 D-Mark gespendet. Des Weiteren, und das fand ich persönlich so ergreifend für mich, dass wir einfach bei unserem Geschäft darüber gesprochen haben. Und da kamen meine Mitarbeiter am Freitag, haben mir diesen Umschlag gegeben. Und da waren also dann von jedem Mitarbeiter ein Betrag dran von 10 Mark, was ich einfach schön finde, dass also die Mitarbeiterin auch Solidarität in dieser Aktion zeigen. Und ich habe also das Ganze dann aufgerundet oder beziehungsweise verdoppelt, sodass wir also die Mitarbeiter von Wölver her und meine Wenigkeit dann das auf 200 D-Mark erhöht haben, sodass wir also jetzt schon zu Beginn, obwohl noch kein Telefonat war, können wir also hier schon 390 Mark aufweisen. Für den Anfang, sage ich mal, nicht schlecht. So, was wir... Da winkt jemand. Sigi winkt auch. Jetzt gehen wir mit der Kamera auf den Sigi. Oder Sigi kommt auch dazu. Sigi kommt zu uns. Sigi gibt seine Gage von gestern Abend ab. Ja, ja. Nein, das ist ja verständlich, dass da viel von was reinkommt. Und gerade wenn man im Karneval aktiv ist, ist ein Teil von meiner Gage. Und genau der gleiche Betrag kommt auch von mir privat, sodass wir also nur noch 590 D-Mark sind. Also sind wir schon bei 590 D-Mark, dass wir gerade jetzt erst begonnen haben. So, aber was erwartet Sie in den nächsten 2 Stunden? Was uns persönlich sehr freut, den Joachim, Sigi und mich, ist, dass Gonarina es geschafft hat, auch hier zu uns in die Sendung zu kommen. Wir werden uns also gleich mit ihr unterhalten über ihre Krankheit, über ihren Leidensweg, weil so haben wir es eigentlich auch beschrieben, der Leidensweg von Gonarina Fada, dass wir heute darüber sprechen. Des Weiteren werden wir dann telefonisch zuschalten den Dr. Burkhard Aschhoff. Das ist der Leiter der Privatklinik in Edenkoben an der Weinstraße, der also diese Therapie durchführt, der genauso, ich sag mal, uns erzählen kann, worum geht es eigentlich. Weil wir sind Angestellte oder Arbeitnehmer oder Selbstständige im Friseurhandwerk, im Arbeitsamt. Wir können aus dem Internet, können wir uns zwar informieren, wir wissen auch, was Hyperthermietherapie ist jetzt. Aber wenn der Dr. Aschhoff uns das erklärt und vor allen Dingen Ihnen das erklärt, aus berufenem Munde, ich denke mal, das ist ein ganz, ganz anderer Schritt. Des Weiteren haben wir als Gäste dann die Frau Puth aus Münster-Maifeld und die Jutta Theisen vom Wochenspiegel, die eigentlich diese einmalige Spendenaktion in unserem Bereich in die Wege geleitet haben, wo wir dann gesagt haben, wo unser Chef Fred Schwanewede gesagt hat, kannst du dir vorstellen, auch eine Sendung für diese Sache zu machen? Wir konnten uns es vorstellen, heute ist Sonntag, der 11.2., wir machen mit. Des Weiteren haben wir einen Gast, und zwar den Horst Müller vom Neukauf, Geschäftsführer vom Neukauf in Polsch. Er macht, so wie ich gehört habe, die ganze Edeka Deutschland unruhig auf diese Spendenaktion hin. Also auch hier werden wir mit dem Herrn Müller sprechen. Der Ortsvorsteher von Keldung kommt. Wir wollen einfach mal sehen, wie die Heimatgemeinde von Gonarina reagiert und vor allen Dingen auf diese Spendenaktionen reagiert. Und nicht alles ist Gold, was glänzt, denke ich mir mal. Und deshalb haben wir, und da freue ich mich also auch ganz besonders drüber, weil in dem Presseartikel steht einfach nur labal, die Krankenkasse zahlt nicht. Warum die Krankenkasse nicht zahlt? Das werden wir dann aus berufenem Munde hören, denn der Leiter der Geschäftsstelle hier in Mayen, der Herr Egon Götz, wird uns Rede und Antwort stehen. Und ich denke mal, auch das gehört in eine solche Sache mit rein, wenn es um diese Solidaritätsaktion für diese kranke Frau geht. Also ich denke, wir haben hier ein Riesenprogramm jetzt für Sie aufgestellt. Ja, zwischen 17 und 19 Uhr gibt es dann Kübler kommt mit anderen Themen, aber trotzdem, auch in dieser Zeit darf natürlich angerufen werden, es dürfen natürlich dann Spenden hier bei uns avisiert werden. Und Sigi Klein macht zwischendurch Musik, aber bevor es mit einem kleinen musikalischen Break weitergeht, nochmal, weil man es am Anfang gar nicht oft genug sagen kann, die Telefonnummer, unter der Sie anrufen können, ist die 02651 für Mayen. Und dann die 970. Und wenn Sie Papier und Bleistift haben, schreiben Sie sich auch noch bitte mal die Bankverbindung auf. Das ist die Raiffeisenbank Maifeld Tellens mit der Kontonummer 900 907 817. Und die Bankleitzahl ist die 576 622 63.
hat irgendjemand die Bankleitzahl nicht vertragen, aber das macht alles überhaupt gar nichts. Wir sind live auf Sendung hier aus Mayen und Sie sind hoffentlich bereit dazu. Und ich denke, jetzt kann ich weitergeben an Sigi Klein, der Sie mit einem ersten musikalischen Act unterhält. Ja, und ich grüße Sie genauso wie meine Kollegen, wie Franz Josef und wie Ebi. Ich habe mir gedacht, was macht man am heutigen Nachmittag, was nimmt man für Musik? Und dann habe ich doch ein wenig an unser in Anführung Sorgenkind gedacht, vom Alter her, und habe auch so die Musik zusammengestellt, obwohl ich erstmal anfange mit einem Stück aus einem Musical, zwar aus dem Musical Cats, Angelika Milster mit ihrem Lied Memories. Ich hoffe, dass die Technik nun soweit ist. Memories ist, wie gesagt, das erste Stück von Angelika Milster aus dem Musical Cats. Ist jetzt wieder in Stuttgart das Ganze. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für alle, die etwas später eingeschaltet haben, wir sind bei einer Extra-Ausgabe von Kübeler kommt. In der Zeit von 15 Uhr bis 20 Uhr wollen wir Spenden sammeln. Und ich darf Ihnen Gunnarina Vader vorstellen. Gunnarina, begrüße dich hier im Studio. Schön, dass du kommen konntest. Zunächst einmal, die erste Frage soll sein, wie geht es dir? Es geht so, ich habe schon Schmerzen im Moment. Und ja, versuche aber trotzdem hier zu sein. Das ist sehr schön, dass du da sein kannst, dass du bei uns sein kannst. Vielleicht schilderst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal, welche Krankheit du hast, um einfach mal deutlich zu machen, mit welchen Beschwerden du zu kämpfen hast. Ja, ich habe ein Ewing-Sarkom und es ist eine seltene Knochenkrebsart und ja, die ist halt verbunden damit mit starken Schmerzen und ja. Das bist ja jetzt von der Therapie her. Wie lange hast du denn jetzt diese Krankheit schon, sage ich mal, und wie lange laufen jetzt diese Qualen? Weil man so eine Therapie ja wirklich als Qual nennen kann. Du hast eine Operation hinter dir, du hast Chemotherapie hinter dir? Ja, also seit August 99, da wurde es festgestellt. Und man vermutet, dass ich das seit Mai schon hatte. Und ja, da wurde eine Biopsie gemacht und festgestellt, welche Krebsart das ist. Und danach folgte dann eine Chemotherapie nach dem FIDE-Schema. Und das ist eine ganz harte Chemo. Die ist halt verbunden mit Brechen und Übelkeit. Und ja, man bekommt Pilze im Mund und sonst wo, weil die Leukozytenzahl natürlich abfällt und dadurch das Immunsystem natürlich nicht so arbeitet wie bei einem gesunden Menschen. Und dadurch kann ich natürlich auch nicht weggehen oder sonst auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, weil ich sofort, wenn jemand krank wäre, mir sofort was einfangen würde. Und danach musste ich dann Stammzellen absammeln in Marburg. Das ist, damit man eine Hochdosis Chemotherapie machen konnte. Das habe ich dann im Frühjahr letzten Jahres gemacht. Das war zweimal und das ist ganz furchtbar. Also wenn ich das nochmal machen müsste, würde ich glaube ich nicht nochmal machen. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ja, und dann bekommt man die Stammzellen nach einer Zeit wieder zurückgespritzt. Und ja, es sah eigentlich alles ganz gut aus. Der Tumor war so weit abgestorben, es ist alles total gut zurückgegangen und da wollte man halt den Resttumor entfernen. Das war in Wiesbaden, da wurden dann halt vier Rippen entfernt und Teile von der Lunge und vom Zwerchfell und ja, die Lymphen und so. Und dann die zweite OP nach ein paar Wochen war dann auf der anderen Seite von der Lunge. Da wurden dann auch ein Stückchen davon entfernt und Metastasen
Aber ja, da wurden dann halt einige übersehen und die haben sich dann wieder vermehrt. Und dann kam wieder alles zurück. Mhm. Und dann ganz wieder von vorne angefangen. Ja, jetzt habe ich dann einen größeren Herd an der Wirbelsäule und im Becken und halt auch wieder an der Lunge. Mhm. Ich habe mich also über dieses Juden-Sarkom, diesen Knochentumor, so ein bisschen informiert. Mhm. Normalerweise ist das ja eine Sache, die bei Jugendlichen auftritt bis 15 Jahren. Jetzt warst du ja schon 20 Jahre. Gibt es denn da eine Erklärung von den Ärzten für oder sagen die einfach, es ist so? Nee, da gibt es keine Erklärung. Gibt's keine Erklärung. Und jetzt kommt ja der Fall, wozu oder warum wir hier heute sitzen, ich sage mal diese Spendenaktion, in den Zeitungen stand, dass 22.000 Mark gebraucht würden, ja. In Anführungsstrichen. So, jetzt habe ich also heute auch mit dem behandelnden Arzt oder mit dem Arzt telefoniert, mit dem wir gleich auch noch sprechen werden. Und er sagt, das ist jetzt mal das Erste, was gebraucht wird. Er hatte, das wird er uns gleich auch sagen, das fand ich also so positiv, und ich weiß nicht, ob er dir das schon gesagt hat, er hat also jetzt bei einem Kind diese Therapie durchgemacht und den ersten Schritt, und das sieht also wahnsinnig positiv aus. Also es war richtig optimistisch. Und dieser Optimismus, sage ich jetzt mal, den wollen wir natürlich auch rüberstreuen, einmal für dich, aber auch für unsere Zuschauer, dass wir hier sagen können, wir wollen helfen, wir wollen gemeinsam helfen, dass diese Therapie vonstatten geht. Was sagt denn die Schulmedizin jetzt zu dir? Ja, ich bin austherapiert, kann man quasi gar nichts mehr machen. Ich komme, also jetzt bekomme ich natürlich keine mehr. Letzte und vorletzte Woche habe ich dann halt noch Chemo bekommen. Und wenn ich die weiter bekommen würde, wäre es quasi nur eine Verlängerung für mich. Mhm. Und würde mir im Prinzip nichts bringen. Mhm. Das ist dann, wenn ich dann die Chemo bekomme, habe ich dann eine Woche keine Schmerzen mehr und dann fängt es wieder an. Das bringt mir also nichts mehr. Vielleicht mal, wenn wir von der Überhitzungs- oder Wärmetherapie kurz weggehen. Vielleicht kannst du, Gunnarina, mal so deinen Alltag schildern. Ist der Alltag bestimmt von Schmerzen? Oder kannst du trotz alledem noch, ich sag mal in Anführungszeichen, ein einigermaßen normales Leben führen? Nee, leider nicht. Ist auch okay. Gut, ich sag mal, klar, dass diese Problematik ist, und wir haben auch der Gunnarina gesagt, wenn sie nicht mehr kann, wenn sie vor Schmerzen nicht mehr kann, sie soll uns Bescheid sagen. Wir gehen also direkt dann einen Schritt weiter. Aber sie weiß eben um die Wichtigkeit dieser Sache hier. Und ich habe auch eben ganz kurz mit ihrer Mutter gesprochen. Und wie steht denn die Familie dazu, Gunnarina? Ja. Alle an einem Strang? Kann man ruhig so sagen. Hier geht es also wirklich alle an einem Strang um die Sache. Und wenn du jetzt dein Hausarzt, der ist jetzt der behandelnde Arzt hier in unserer Region, der dich ständig unter Kontrolle hat? Das ist nicht mein Hausarzt, das ist der Dr. Marsberg, der Onkologe. Mhm. Der ist immer für mich da und der kommt immer, wenn irgendwas ist, dann kann ich Tag und Nacht anrufen. Mhm. Der macht alles für mich. Mhm. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einfach mal ein kleines Break. Gunnarina, nachher, vielleicht können wir noch mal ein bisschen weiterreden. Ich darf an dieser Stelle vielleicht Sie noch mal aufrufen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen, es ist ein ganz sensibles Thema und Sie sehen auch, dass es ganz wichtig ist, dass man Gunnarina hilft. Und wir würden uns wirklich wünschen, dass auch Sie Bereitschaft haben, Gunnarina zu helfen, um ihr den Weg in diese Therapie zu erleichtern mit finanziellen Hilfen. Und von daher denke ich mir einfach mal, sollte ich nochmal Spenden, Telefon und auch Bankverbindung nennen. Das Telefon, unter der Sie die Spenden avisieren und die wir dann auch hier vortragen werden, ist 02651 970 970. Und die Bankverbindung ist die Raiffeisenbank Maifeld-Pellenz mit der Kontonummer 900 907 817 und die Bankleitzahl 576 622 63. Wir haben das auch eingeblendet für Sie, dass Sie es mitschreiben können. Und wie gesagt, es wäre schön, wenn Sie helfen könnten, wenn Sie einen Teil dazu beitragen können, dass Gunnarina alsbald in diese Therapie kommt. An dieser Stelle machen wir ein kleines Break. Ja, aber ich darf einfach... Sigi Klein kommt einfach zu uns. Genau. Ich darf einfach durchlaufen, denn ich habe, glaube ich, etwas Gutes.
Wir von TVT1 spenden, das hat gerade unser Fred Schwanewede mir gegeben, 1.000 D-Mark. Ein hervorragender Betrag. Da sind wir schon bei richtig viel Geld und wir hoffen, dass noch weiteres dazukommt. Es müssen nicht 1.000 Mark sein, es müssen nicht 100 Mark sein. Es kann auch nur ein ganz kleiner Betrag sein. Einfach das, was Sie erübrigen können. Wir würden uns freuen und vor allen Dingen Gunnar Wiener würde sich freuen. Und zunächst Musik nun zu kommen, da habe ich mir gedacht, Gunnar Wiener, von DJ Bobo etwas. Und das passt irgendwo dazu, das ist mein Leben. It's my life von DJ Bobo. It's my life. Zu Hause, meine Damen und Herren, es ist so, dass wir uns ja mitten in einer Live-Sendung befinden. In der Live-Sendung, wir wollen Gunnar Wiener helfen, hier von TVT1 Studio Eifel. Und ich möchte noch einmal jetzt auf unsere Telefonnummer hinweisen. Sie können uns jetzt hier erreichen, Sie können eine Summe weitergeben, die Sie spenden möchten. Wir werden es gerne veröffentlichen oder natürlich, wenn Sie sagen, nein, ich möchte anonym bleiben, auch dann. Aber die Telefonnummer, die ist hier in Mayen, die 02651 970 970. Und ich glaube schon, dass es sich lohnt zu helfen. Sie haben jetzt die erste Viertelstunde, 20 Minuten mitbekommen und haben also gesehen, dass wir versuchen mit allen Mitteln und wir haben schon den ersten Betrag hier zusammen und ich glaube, es lohnt sich für diesen Zweck zu helfen. Zu helfen, ich glaube, helfen möchte auch jemand und zwar... Ist er jetzt weg? Ist er weg. Jetzt ist er weg. Wie kann er weg sein? Also es war jemand am Telefon, den wir durchhalten wollten. Aber wir machen jetzt noch mal weiter mit der Gunnar Wiener. Sie hat sich wieder so ein bisschen gefestigt. Ein bisschen, ja, ne? Doch. So, ein paar Minuten möchten wir einfach noch für unsere Zuschauer so ein klein bisschen von dir erzählen und auch von deiner Heimat, die Gemeinde Keldung, wo du ja wohnst, direkt bei Münster-Maifeld. Da habe ich extra im Atlas geguckt, weil ich wusste nicht mal, wo Keldung war. Aber jetzt weiß ich es. Ist eine Bildungslücke von meiner Seite, muss ich zugeben. Wie geht denn deine Heimatgemeinde damit um? Du hast ja jetzt in den letzten 14 Tagen, sage ich mal, schon viel erlebt, glaube ich, gerade in Bezug auf Spenden. Ja, ich bin ganz überrascht. Ich hätte nie damit gerechnet, dass die Resonanz so groß ist. Und ich bin den Leuten auch unsagbar dankbar. Also ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich überhaupt bedanken soll. Dürfen wir jetzt gerade nochmal unterbrechen, weil jetzt müssten wir jemanden am Telefon haben. Und wir werden uns also jetzt unterhalten. Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Göbeler, Lohner. Ja, da ist der Herr Lohner, der Chef von der Bäckerei Lohner oder von den Bäckereien Lohner. Wir sind hier mitten in einer Live-Sendung, Herr Lohner, das wissen Sie, von TVT1 und es geht um Spenden für die Krebstherapie von Gunnar Wiener Vater. Und hier wollten Sie sich zu Wort melden. Jawohl, ich melde mich zu Wort vom kleinen Matterhorn in der Schweiz. Und wir wollten an der Spendenaktion teilnehmen. Und die Bäckerei Lohner spendet 1.000 D-Mark. Mit der Hoffnung, dass damit geholfen wird. Ich kann jetzt einfach nur sagen, oder Sie können es ja nicht sehen, wenn Sie in der Schweiz sind, an einem schönen Urlaubsort. Aber bei uns ist 3.800 Meter Höhe. Schön, gönne ich Ihnen. Aber wir haben hier, Gott sei Dank, sage ich mal, jetzt zu meiner Rechten neben mir sitzen, die Gunnar Wiener Vater. Und ich denke, dieses Danke, was Sie jetzt sagt, das kommt nicht nur von Herzen, von Ihrem Herzen, sondern das kommt von der ganzen Familie. Ja, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Dass wir helfen konnten. Gut, ja. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Lohner. Schönen Urlaub noch. Danke Ihnen. Dankeschön. Tschüss. 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 So, und wir machen weiter so, wo waren wir dran, Keldung? Sie sehen also, selbst in der Schweiz werden wir nicht gesehen, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, wenn wir das sagen würden, sondern Herr Lohner wusste von dieser Aktion und hat gesagt, ich möchte also dabei sein und mit 1.000 Mark schon wieder einen Meilenstein für deine Therapie, für die Hyperthermietherapie, wie sie heißt, eine Erwärmung des Körpers. So, aber wir waren bei Keldung dran. Ich sage jetzt mal von meiner Warte aus, ich habe also vorgestern auch mit dem Pastor eurer Gemeinde, dem Herrn Hermann, gesprochen, der gerade aus Brasilien gekommen ist. Gell? Und auch er hat die Sache also sehr begrüßt. Leider traurig, sage ich mal, von seiner Warte, dass er heute nicht hier sein konnte. Er wäre auch gern dabei gewesen, aber es ging einfach nicht. Aber ich merke, irgendwo habe ich diese ganze Aktion, die für dich läuft, für Leute, wie fühlst du dich jetzt, sage ich mal, mit dieser Solidarität in der ganzen Region? Ich weiß also, hier Hausener Karneval,
die kennen keine Konorinapale, ne? Sondern die wissen einfach, hier geht es um Hilfe. In Kottenheim stehen also überall Spendendosen, wo gespendet wird, in Mayen, also überall in unserer Region, wo der Wochenspiegel sich stark gemacht hat. Ist schon stark, oder? Ja, total. Ich selber begreife das noch gar nicht so. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich sehe sowas selber immer im Fernsehen und hätte nie damit gerechnet, dass mich selbst sowas mal betreffen könnte. Und bis jetzt kam mir auch immer so ganz gut klar, aber diesmal waren wir echt auf andere Hilfe angewiesen. Und ich sag ja schon, ich bin total überrascht. Ich hätte nie damit gerechnet und total dankbar. Und ja, halt, mein Leben kann halt dadurch gerettet werden. Und Das ist halt der Strohhalm. Wie hat mir so schön einer gesagt, ich fand dieses Beispiel fand ich so toll, wenn es um diese Therapie geht. Der sagte mir, wenn du diese Krankheit hättest und irgendeiner würde dir von mir verlangen, du müsstest 500 Meter auf den Händen laufen, dann würdest du es versuchen, selbst wenn du nach einem Meter wieder umfallen würdest. Und dieses Beispiel fand ich also so gut. Und wenn ich jetzt diese positive Geschichte mit dem Dr. Aschoff heute Morgen erlebt habe am Telefon, dann muss ich einfach sagen, dieses positive Denken, das sollte also auch zu dir rüberkommen und dass diese Spenden, die wir heute sammeln, für diese Sache auch so positiv und gut angelegt werden. Vielleicht nochmal zur Transparenz der Spenden, Gunnarina. Wir sind jetzt bei 2590 D-Mark in einer halben Stunde, wo wir Live-Sendung gemacht haben. Ich denke, wenn das die nächsten halben Stunden so weitergeht, können wir wirklich zufrieden sein. Zur Transparenz einfach nochmal. Erklärst du bitte den Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal, wie viel Geld gebraucht wird für diese Hyperthermietherapie? Ja, und zwar die ersten 3 Wochen Behandlung kosten 22.000 Mark. Und nach den 3 Wochen wird geguckt, inwieweit das angeschlagen hat. Und wenn es gut angeschlagen hat, dann wird natürlich weitergemacht. Und dann kann man im Voraus noch nicht sagen, wie viele Therapien ich da jetzt genau brauche. Auf jeden Fall kostet jede davon 22.000 Mark und man setzt dann halt schon mal mit 10 an und bei 10 Therapien an und ja, je nachdem, wie es dann aussieht, werden dann noch welche gemacht oder halt auch nicht. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist an Ihnen, dass Sie vielleicht Ihren Teil zu dieser Spendenaktion beitragen. Wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, es kommt nicht darauf an, wie viel es ist. Es kommt darauf an, dass es von Herzen kommt. Und für alle die vielleicht jetzt vom Spaziergang nach Hause gekommen sind oder noch nicht wissen, was hier abgeht, wir machen eine Live-Sendung. Wir, das sind Sigi Klein, Franz Josef Kübeler und meine Wenigkeit in einer extra Ausgabe von Kübeler kommt. Wir sammeln Spenden für Gunnarina Vater. Wir wollen Gunnarina Vater helfen. Sie können anrufen und Ihre Spende einfach... Tiere, die sind doch verdammt ansteckend. Kann man da als erwachsener Mann... Kann man da impotent werden? Ja, manche Leute schon. Also meine Herren, bitte jetzt keine Panik. Der Tizian bleibt hier. Ich verständige morgen den Kinderarzt. Und wir müssen leider strikte Quarantäne einhalten. Aber bitte kein Wort zu denen dauern. Sonst bleiben die euch noch 3 Wochen. Na, was hat ich gesagt? Jetzt gehören wir zur Familie. Mensch, Alvis. Das ist eine Perspektive, ne? Schöne Familie, wo alle bloß die Alte schaffen müssen. Hör aber auf, du kannst ja doch nicht beklagen. Du bist in Haus. Schmerzen heute den ganzen Tag und jetzt auch so ein bisschen schmerzverzerrtes Gesicht. Ja. Ne? Also wir wollen dich nicht länger quälen hier auf diesem Stuhl. Wir hoffen alle, dass nicht nur die Spenden helfen, sondern dass wirklich alles so sein wird, wie es vorgesehen ist von den Therapien her und wünschen alles Gute, alles erdenklich Gute für dich, für deinen Gesundheitszustand und natürlich die Stärke deiner Familie im Hintergrund. Alles Gute, Gunnarina. Dankeschön, Gunnarina. Wir machen weiter mit Sigi Klein. Ja, und ich darf natürlich mich bei den besten Wünschen anschließen. Das heißt, die besten Wünsche zur Genesung. Und als Musiktitel habe ich mir nun gedacht, eine ältere Aufnahme, eine Live-Aufnahme von den Backstreet Boys, Anywhere for You. Für Gunnarina Vater. Und wir sind jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde auf Sendung und es hat sich also auch schon einiges getan. Eins möchte ich Ihnen noch sagen, wenn Sie jetzt anrufen unter der 02651 970 970 und geben Ihren Betrag,
bekannt. Dieser Betrag wird dann automatisch von Ihnen auf das Spendenkonto der Raiffeisenbank Maifeld-Pellenz überwiesen. Auch diese Nummer geben wir gleich nochmal bekannt. Und das ist eine Nummer, eine Kontonummer, die das Pfarramt in Münster-Maifeld unter sich hat als Kontonummer. Das heißt also, auch der Pfarrer Hermann wird das Geld verwalten und ist berechtigt und wird Ihnen natürlich auch sehr gerne dann eine Spendenquittung zukommen lassen. Also unter der Kontonummer, und jetzt geben wir sie bekannt, die 900-907-817 und die Bankleitzahl ist die 56-622-63. So, und unsere Riege hat sich jetzt vergrößert, aber ich gebe weiter an Joachim. Genau, bevor ich die Damen vorstelle, was unhöflich eigentlich wäre, wenn ich es jetzt nicht zuerst machen würde, aber wenn ich den Betrag sehe, denke ich, dann sind die Damen damit einverstanden. Wir haben einen Spendeneingang, Mobil TV e.V., vormals das Lokalfernsehen Mück TV, spendet 500 D-Mark, Regina und Fred Schwanewede. Das erhöht den Betrag auf 3090 D-Mark, die wir in den ersten 45 Minuten gesammelt haben. Die Kontonummer ist nochmal eingeblendet. Wie gesagt, schreiben Sie auf, morgen früh um 8 Uhr ist da auf, da kann man dann direkt einzahlen. Ich begrüße bei uns am Tisch in unserer Live-Sendung, wir helfen Gonarina Vater, zum einen Jutta Theisen, Mitarbeiterin vom Wochenspiegel hier in Mayen. Schönen guten Tag, Frau Theisen. Und Christel Puth, Sie sind aus Münster-Maifeld, Frau Puth. Ja. Und Sie sind eigentlich diejenige gewesen, die jetzt diesen Spendenmarathon, sage ich einfach mal, in verschiedensten Richtungen initiiert hat. Wie sind Sie dazu gekommen, Frau Puth? Ich kenne die Familie schon sehr lange. Wir sind auch sehr befreundet. Ich kenne das Kind von jung, von klein an. Und ich hatte einfach das Gefühl, da muss man was tun, da muss man halt eben helfen. Und Familie Vater ist eigentlich sehr eng und wollte mit der ganzen Krankheit nicht an die Öffentlichkeit. Und ich habe mir gedacht, wenn wir nicht an die Öffentlichkeit gehen, dann kommt auch kein Geld zusammen, dann kommen keine Spenden. Wir müssen halt eben nach draußen schalten. Und dann habe ich mir so, nachts konnte ich nicht schlafen. Und dann habe ich gedacht, ich gehe von Haus zu Haus. Ich gehe zu meinen Freunden, Verwandten, Nachbarn und bettel halt einfach. Und ich habe das auch getan. In der näheren Umgebung von meiner Wohnung. Und da ist auch einiges zusammengekommen. Aber das wurde dann nachher doch immer größer. Und dann wurde es mir doch ein bisschen bang für die vielen Einnahmen, die da kamen. Und ich habe mir den Herrn Hermann, den Pastor Hermann genommen und bat ihn um Unterstützung und Hilfe. Und er hat mir auch freudig und gerne zugesagt. Und er hat mir sein Kirchenkonto zur Verfügung gestellt. Und so haben wir das dann veröffentlicht. Frau Theisen war sehr lieb und sehr nett. Ich habe sie angerufen und sie war bereit, einen großen Artikel zu veröffentlichen. Und das fand sehr große Resonanz. Ja, aber den Artikel, Frau Puth, und Frau Theisen, der Wochenspiegel hat getitelt mit Bitte helft Gonarina zu leben. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, wenn man es öfters wiederholt. Wie kam der Wochenspiegel dazu, dass Sie diese Aktion von der Frau Puth insbesondere auch unterstützt haben? Also wir vom Wochenspiegel unterstützen schon seit Jahren solche und ähnliche Aktionen. Und ja, Frau Puth rief mich an, wie sie eben schon sagte, und berichtete mir von dem Schicksal der jungen Gonarina. Und da wir beim Wochenspiegel bestrebt sind, den Menschen zu helfen, war das mal wieder eine Gelegenheit. Mhm. Wir kommen in alle Haushalte und dadurch werden auch viele Leute angesprochen und wir hoffen, dass dadurch auch viel Geld zusammenkommt. Mhm. Frau Theisen, Sie als Redakteurin, die auch diesen Artikel dann geschrieben hat, wie groß ist denn für Sie das Hintergrundwissen und die Hintergrundinformation, wenn Sie eine solche Aktion ins Leben rufen? Weil, ich sag mal, auch bei Spenden merkt man ja manchmal oder liest man ja auch manchmal, dass das nicht in die Wege reinkommt, wo es eigentlich hinkommen sollte. Jetzt haben wir auch von der Frau Puth hier gehört, wir haben den Pfarrer Hermann, mit dem habe ich also auch telefoniert. Ich weiß jetzt auch definitiv, in welche Richtung das Geld kommt und dann sitzt man auch mit einem ruhigen Gewissen hier. Aber wenn Sie jetzt so einen Artikel schreiben, haben Sie auch dieses ruhige Gewissen dann oder haben Sie sehr viel Informationen zuerst mal sammeln müssen? Also umfangreiche Recherchen sind auf jeden Fall notwendig, ehe man so eine, sagen wir mal, Geschichte angeht. Mhm. Letztendlich kann man nicht ganz ausschließen, dass es
dazu kommen können, dass man nicht nachvollziehen kann, wo die Spenden hingehen. Aber wir sehen eine Möglichkeit, indem wir an der Geschichte dranbleiben und auch immer wieder das Thema aufgreifen und den Lesern mitteilen können, so und so viele Spenden sind eingegangen, wurden für den Zweck verwendet. Ja. Und ich denke, da hat man schon eine gewisse Sicherheit. Mhm. Können Sie denn jetzt schon, sag mal, das ist jetzt eine anderthalbe Woche her, wo dieser Bericht draußen ist, ne, also grob über den Daumen, können Sie jetzt schon erst Zwischenbilanz ziehen von Ihrer Seite aus, vom Wochenspiegel aus, was Ihr Wochenspiegelbericht in Bewegung gebracht hat? Ja, schon direkt nach Erscheinen liefen bei uns die Telefone heiß und ja, können wir nochmal die Bankverbindung genannt bekommen, Ansprechpartner genannt bekommen. Und auf der Straße wurde ich angesprochen, aus der ganzen Region kamen Leute auf mich zu und ja, toll, dass der Wochenspiegel das macht. Also ein großes Lob auf jeden Fall, dass wir uns der Sache annehmen. Und dann mit Frau Puth stehe ich also fast täglich in Kontakt und auch mit der Familie und mit Herrn Gonarin habe ich auch telefoniert und auch mit Ärzten gesprochen. Ja. Frau Puth, hätten Sie geglaubt, dass das zu einer solchen Reaktion Sie führt? Ich bin mir schon langsam bange. Das holt ja so weit aus. Also ich kann nachts schon nicht mehr schlafen. Ich denke, mein Gott, hoffentlich hast du das auch richtig gemacht. Aber wenn ich dann sehe und mit dem Herrn Pastor spreche, was da einläuft und eingeht, bin ich selbst erstaunt. Natürlich auch erfreut. Ja, ich denke auch, wenn man sieht, wie die Resonanz ist, dann ist das sicherlich der richtige Weg gewesen. Es ist ja mit Spenden grundsätzlich immer hier und da so ein Problem. Ja. Wir hatten es gerade eben angesprochen. Aber ich für meinen Teil finde, und ich denke, Sie stimmen mir dazu, Frau Puth, wenn es um Einzelschicksale geht, wo man eben dann ganz genau weiß, das Geld kommt dahin, ich denke, dann ist die Kraft auch investiert und auch richtig investiert. Sie haben eben gesagt, Sie haben engen Kontakt zu der Familie. Ja. Werden Sie denn auch über die Behandlung, über den Gesundheitszustand immer informiert? Sind Sie da immer bestens informiert? Ja, wir wohnen ja nur ein paar Kilometer voneinander entfernt. Mhm. Und wenn ich dann anrufe und frage, darf ich kommen, geht es der Kleinen gut oder ist es angenehm, dass ich komme, dann sagt die Mutter schon, heute bitte nicht, komm dann morgen. Entschuldigung, oder ich komme dann und sage, ich komme heute Abend und wir lassen das Kind in Ruhe und wir setzen uns also eben in die Küche und beraten dann alles, besprechen alles, gehen alles durch und natürlich bin ich immer unterrichtet über Ihren Zustand. Mhm. Frau Theisen, wie gedenkt der Wochenspiegel in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen dieses Thema zu verfolgen? Wir haben noch eine Computerstimme hier auch noch schön. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben, uns immer erkundigen, wie es Gunnarina geht, wie die Fortschritte in der Behandlung sind und werden auch unsere Leser darüber informieren. Natürlich, alle Dinge kann man wahrscheinlich nicht an die Öffentlichkeit bringen, weil Gunnarina hat ja auch noch eine Privatsphäre. Ja, genau. Da sollte man schon drauf achten, dass also nicht bis ins letzte Detail alles veröffentlicht wird. So, vielleicht möchte ich jetzt zwischendurch während unseres Gesprächs einfach mal so ein paar Leute vorlesen, die also für uns, für unsere Sache dabei waren. Und hier haben wir die Arbeit der Wohlfahrt aus Kerich. Hier hat der Herr Brück angerufen und die Arbeit der Wohlfahrt hat also 275 D-Mark gespendet. Die Firma Nilles, die Belegschaft der Firma Nilles hier in Mayen in der Brückenstraße hat 100 D-Mark gespendet. Dann die Firma Bosch Neukauf in Dreiskaden hat 800 D-Mark gespendet. Jetzt wird es schwierig mit dem Zusammenrechnen. Ja, lassen wir draußen machen. Ja. J&U Dreher aus Mayen 30 D-Mark. Toni Bügel aus Polsch 100 D-Mark. Dann sind wir bei Hillenkamp aus Mayen in der Wittbende bei 30 D-Mark. Die erste Herrenmannschaft der DJK Mayen 30 D-Mark. Und der Anton Reuter aus der Polscher Straße hier in Mayen mit 20 D-Mark. Und Sigi Klein hat auch noch was zu vermelden. Ja, ich laufe jetzt mal wieder einfach durch, denn der Neukauf in Bitburg, die Frau Jüngel, sie hat 850. Wenn ich schon durchlaufen muss, muss ich muss tiefer. Sigi, hier ist der Schule, wo du gleich hinkommst. Ja, ja. Der Sigi wollte immer schon mal bei mir sein. Ja, ganz klar. Der Neukauf in Bitburg hat, die Frau Jüngel hat gespendet 850 D-Mark. Dankeschön. Gut, das zu dem, danke dir, Sigi, und danke an die Spender. Und im Telefonbereich geht es weiter. Und hier, das ist also schön, dass Sie
dass Sie auch noch hier dabei sind, denn hier haben wir, hätten wir normalerweise den Herrn Dr. Burkhard Aschhoff am Telefon. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Guten Tag. Guten Tag, hier ist die Sendung Tübeler kommt, speziell die Spendensendung. Wir haben heute Morgen zusammen telefoniert, Herr Dr. Aschhoff. Und ich denke mal, so ein paar Fragen, die wir uns stellen hier, unsere Zuschauer im Bereich TVT1. Und wir hatten also eben auch die Gunarida Fahler hier. Und in ihrem Gesundheitszustand hat uns sehr gefreut, dass sie dabei war. Auch sie hört jetzt draußen noch zu sich. Und zuerst einmal diese Hyperthermietherapie. Was ist darunter zu verstehen, Herr Dr. Aschhoff? Also Hyperthermie heißt, dass wir zunächst einmal Tumore, also Metastasen oder Ursprungstumore, aufheizen. Und zwar aufheizen auf eine Temperatur von 42,5 Grad und mehr, um dadurch tumordestruierend, wie man so schön sagt, tumorzerstörend einzuwirken. Nun machen wir das aber nicht, wie Sie das vielleicht auch schon mal gehört haben, in der Form, dass wir eine sogenannte Ganzkörperhyperthermie machen, sondern wir machen eine sogenannte lokoregionale, also auf das einzelne Tumorgeschehen begrenzte Überwärmungstherapie, die für den Patienten sehr gut verträglich ist und den Vorteil hat, dass wir den für den therapeutischen Bereich notwendigen Temperatureffekt, nämlich von mehr als 42,5 Grad, nun auch im Tumor ohne weiteres erreichen. Diese Therapieform gibt es in Deutschland schon seit einigen Jahren. Diese Form der Maschine, wie wir sie hier in der Privatklinik Villa Medica in Edenkoben haben, diese Form gibt es leider nicht sehr häufig. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die Maschine sehr teuer ist. Um sie also in eine Klinik zu stellen, muss man also schon eine beträchtliche Summe aufbringen, die also siebenstellig ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass diese Maschine natürlich auch personalintensiv ist. Auch das muss man natürlich bei der Therapie berücksichtigen. Mhm. Wird denn diese Erwärmung des Körpers jetzt, ist das eine separate Therapie oder wird da gleichzeitig eine Chemotherapie mitverwandt? Diese Therapie wird kombiniert und zwar mit einem Medikament. Dieses Medikament interessanterweise kommt, ja, man könnte sagen, aus der Naturheilkunde, ist aber nicht ganz exakt. Es ist ein Medikament, das aus dem Presssaft einer Pflanze, nämlich aus dem Schöllkraut, eine Pflanze, die Sie im Frühling und im Sommer hier an jedem Wegrand bei uns sehen können. Eine kleine Pflanze mit einer gelben Blüte, eine vierblättrige Blüte. Eine Pflanze, die seit vielen, vielen Jahren bekannt ist als sogenanntes Warzenkraut. Eine Pflanze, die interessanterweise in der Form, in der man aus ihr den Saft herauspressen kann, dann aber so wiederum auch nicht gebrauchbar ist, sondern sie braucht noch einen Verarbeitungsschritt. Und diese Pflanze insgesamt hat den Vorteil, erstens, dass sie ohne Nebenwirkungen wirkt, und zwar auch nur auf das Tumorgeschehen. Wir sagen also eine sogenannte tumorselektive Wirkung, ohne also den zumeist ja, wie es bei der Gonarina etwa der Fall ist, in den geschwächten Körper noch zusätzlichen Schaden anzurichten. Und der dritte Vorteil ist, dass die meisten Patienten sich unter dieser Therapie auch sehr gut fühlen. Mhm. Herr Dr. Aschhoff, mein Name ist Jürgen Ehlers, ich bin Co-Moderator in dieser Live-Sendung. Darf Sie auch begrüßen und darf mich in dieses Gespräch mit einschalten. Welche Erfahrungen haben Sie denn bislang mit dieser Therapie gemacht? Also mit dieser Kombinationstherapie habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt im letzten Jahr eine Arbeit veröffentlicht, bei der ich 203 behandelte Patienten mit 43 verschiedenen Tumorarten vorgestellt habe. Und das Interessante ist, dass dieses Präparat auch insbesondere in der Kombination mit der Tiefenhyperthermie immerhin noch in 20% der behandelten Fälle Hilfe bringt. Sie müssen sich vorstellen, ich behandle derzeit nur Patienten, die in einem sogenannten austherapierten Zustand sind. Das heißt also Patienten, bei denen ich eben davon ausgehen muss und die Schulmedizin davon ausgehen muss, dass weitere therapeutische Möglichkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen. Also sie sind faktisch am Ende der Möglichkeiten angekommen. Und dann noch in 20%
sogar eine Vollremission zu erzielen, ist geradezu ein überzeugendes Ergebnis. Wenn wir dann berücksichtigen, dass in 60% der behandelten Fälle dann immerhin noch eine Partialremission, eine Teilverbesserung, eine Verbesserung der Lebensqualität, eine Verlängerung des Lebens zum Beispiel erzielt werden kann, dann ist das noch überzeugender. Wir können letztendlich sagen, dass wir nur in 20% und nur in 20% nichts erreichen können. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir zunächst einmal einen ersten dreiwöchigen Behandlungszyklus machen und schauen, was kommt dabei raus. Ich habe beispielsweise bei dieser Arbeit feststellen können, dass wir sehr viele Hilfe bringen können bei Patienten mit einem Prostatakarzinom, also bei dem Krebs der Vorsteherdrüse. Eben diese Männer kommen zumeist zu mir und haben schon ihre Knochenmetastasen. Beim metastasierenden, also nicht mehr faktisch nach schulmedizinischen Grundsätzen zu behandelnden Brustkrebs, der Dickdarmkrebs, das Ewing-Sarkom, also um das wir hier sprechen, dann auch beispielsweise Neuroblastom, das sind ja Krebsformen bei Kindern, interessanterweise auch das Seminom, das sind ja Tumore, die ja im Hoden interessanterweise bei jüngeren Männern entstehen, aber auch das Bronchialkarzinom kann ich sehr gut mit erreichen, Magenkrebs, Ovarialkarzinom, also der Eierstockkrebs, der auch sehr schlecht anzugehen ist. Und was also sehr überzeugend ist, ist das Astrozytom, ein Gehirntumor, bei dem es faktisch keine Möglichkeit gibt, außer der Operation und der Bestrahlung. Und das Problem bei dieser Tumorform ist zumeist, dass auch der Chirurg nicht alles entfernen kann und damit diese Tumore immer wieder entstehen. Hierbei konnten wir erreichen, dass das Tumorwachstum nicht weitergeht. Bloß hier muss ich gleich einschränkend sagen, diese Therapie wird nicht kombiniert mit der Hyperthermie. Sehr gute Ergebnisse und darüber wird derzeit in Deutschland an einer großen Universitätsklinik eine Studie gemacht, und zwar der Pankreaskrebs, also der Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine Krebsform, die ja außerordentlich bösartig ist und faktisch für den Patienten bedeutet, dass dann, wenn dieser Krebs entdeckt wird, dass er ein Vierteljahr bis einem halben Jahr später bereits tot ist. Und in dieser großen Uniklinik konnte inzwischen gezeigt werden, man vergleicht nämlich dann nicht eben Äpfel mit Birnen, sondern vergleicht insofern diese Krebsform mit unterschiedlichen Konzepten behandelt. Und man hat hier drei unterschiedliche Konzepte und hat festgestellt, dass dieses Präparat also doch ein überzeugendes Ergebnis, etwa bei dieser Krebsform, bei der es ja sonst kaum etwas Gescheites gibt, außerordentlich wirkungsvoll ist. Zwei Sachen noch, Herr Dr. Aschoff, die mich interessieren, was wir heute Morgen in unserem Gespräch mit besprochen haben. Punkt 1 ist, Sie haben ja im Moment einen fast ähnlichen Fall beim Kind, sagen Sie mir, mit großen Erfolgen. Und Punkt 2 würde mich jetzt auch interessieren, wir haben ja auch nachher den Chef der Krankenkasse hier, wo wir uns über das Thema unterhalten werden, warum die Krankenkassen hier von ihrer Ansicht nach diese Leistung nicht bezahlen können oder ob das noch nicht irgendwo wissenschaftlich fundiert ist. Richtig. Aber ich denke, fangen wir noch einmal bei diesem Krankheitsbild an, um das es sich ja hier dreht. Ich habe also seit 1997 inzwischen 7 Kinder bzw. junge Erwachsene behandelt, die das gleiche Problemfeld haben. Und zwar in einer vergleichbaren Ausgangssituation wie der, der jetzt bei der Gonarina vorliegt. Und zwar das erste war ein Mädchen, das also heute 13 Jahre, sie wird fast 14 Jahre alt ist. Sie kam 1997 zu mir. Es hatte sich dieser Tumor im Bereich der rechten Hüfte wieder eingestellt und man hatte zu dem Zeitpunkt vor, man wollte diesem Mädchen aufgrund der Tatsache, dass der Tumor eben wieder da war, bereits in das umliegende Muskelgewebe eingewachsen war, wollte man diesem Mädchen den Oberschenkel abschneiden an der Hüfte. Und Sie können sich vorstellen, ein 10-11-jähriges Mädchen, was das für eine Lebensqualität ist, gleich null. Man wollte anschließend eine Hochdosis Chemotherapie durchführen und war sich aber im Klaren darüber, dass die Erfolgsaussichten selbst dieser massiven Maßnahmen doch letztendlich keine Heilung bewirkt hätte. Und ich habe 1997 also dann begonnen, dieses Kombinationsverfahren bei dem Mädchen anzuwenden. Wir können heute summa summarum sagen, dass das Mädchen in der Tat als gesund einzuschätzen ist. Es ist seitdem nie wieder was entstanden. Sie hat noch einen kleinen Knochendefekt an der Stelle, an der der Tumor ursprünglich saß. Ich habe dann im Laufe der Jahre eben, wie gesagt, weitere 6 Fälle behandelt, wobei das Interessante bei diesen Fällen war, dass wir immer dann zu einem außerordentlich guten Ergebnis kamen, nämlich eben das Gleiche, was ich Ihnen gerade erzählt habe.
nämlich immer dann, wenn wir Hyperthermie und dieses Präparat Ukrain in Kombination anwenden konnten. Es ist also so, dass in diesem ersten Fall in der Tat erreicht werden konnte, dass auch die Krankenkasse bezahlte. Es gibt ja heute etwas Unstimmigkeiten, aber das Wesentliche ist, sie hat bezahlt. In vielen anderen Fällen ist es auch immer so gewesen, dass eine Einzelfallentscheidung herbeigezogen wurde. Das heißt, eine Entscheidung, die sich nur auf diesen Fall bezog und gerade jetzt, ich sagte es Ihnen ja heute Morgen bei uns, herbeigezogen wurde. Das heißt, eine Entscheidung, die sich nur auf diesen Fall bezog und gerade jetzt, ich sagte es Ihnen ja heute Morgen bei unserem Vorgespräch, habe ich ein Mädchen aus dem Bonner Raum behandelt, das 11-jährig das gleiche Problem hat. Auch da sind Tumore wieder entstanden. Der Chef der dortigen Klinik hat gesagt, gut, wir haben keine Möglichkeit mehr, wir unterstützen das. Und die Krankenkasse ist sehr aktiv geworden, eine gesetzliche Krankenkasse wohlgemerkt, vergleichbar der AOK, um die es hier ja geht, und hat dann eine Einzelfallentscheidung getroffen. Und wir sind uns darüber einig, dass wir jetzt auch, denn gerade jetzt am Wochenende haben wir den ersten Behandlungszyklus abgeschlossen. Das Mädchen kam, vielleicht nur um kurz zu erklären, sie kam mit einer Magensonde hier an, weil sie beispielsweise durch die vorgabliche Chemotherapie nichts mehr essen konnte. Wir konnten trotz unserer Therapie nach 14 Tagen bereits diesen verdammten Schlauch ziehen, denn der machte ihr große Probleme. Sie hat also wieder ganz normal gegessen. Wir wollen jetzt in der Kinderklinik, in der sie in Betreuung ist, wollen wir jetzt eine Überprüfung des Erreichten vornehmen lassen, um dann zu entscheiden, wie es weitergeht. Es hat jetzt aber die Krankenkasse am letzten Freitag schriftlich mitgeteilt, sie übernimmt die Kosten. Gesetzliche Krankenkasse, wohlgemerkt. So, bitte? Herr Dr. Aschoff, das ist positiv, was Sie sagen. Es ist sehr positiv, dass das in diese Richtung geht. Vielleicht noch eins, wenn wir jetzt mal von dem Fall Gunnarina weggehen oder wenn man das Umfeld noch ein wenig betrachtet. Wenn es andere Menschen gibt, die unserer Sendung zuschauen, die unserem Gespräch zugehört haben, die an solchen Therapien interessiert sind, wie kann man mit ihnen Kontakt aufnehmen, um auch dann von ihnen therapiert zu werden? Einfache Sache, bitte anrufen. Die Nummer, ich gebe sie vielleicht mal durch, 06323, also nochmal 06323 als Vorwahl von Edenkoben. Und die Kliniknummer ist eine ganz kurze, 8020. Die 8020. Ja, und bitte, Sie können dann zunächst mal die Patienten können mit meiner Sekretärin zunächst Kontakt aufnehmen. Allerdings, ich brauche von allen Patienten Unterlagen. Das heißt, also ich möchte nicht zunächst Röntgenbilder sehen, sondern ich brauche zunächst einmal Arztberichte, Krankenhausentlassungsberichte. Wenn mir diese Berichte vorgelegt werden, schaue ich mir das genau an, schaue nach, was ist geschehen, was ist gelaufen, welche therapeutischen Möglichkeiten sind wahrgenommen worden und wo steht der Patient. Dann gebe ich eine schriftliche Beurteilung darüber ab, was ich für möglich halte. Eine schriftliche Beurteilung, die dann aber auch gleichzeitig dazu dienen kann, einen Antrag zur Kostenübernahme bei der zuständigen Krankenkasse zu stellen. Wohlgemerkt, bei Privatkrankenkassen ist das nicht ganz so wichtig, aber bei den gesetzlichen Krankenkassen ist das schon wichtig, dass man vorab diesen Kostenübernahmeantrag stellt. Das ist der normale Weg, den wir einschreiten und wir versuchen, sobald die Krankenkasse ein positives Veto abgegeben hat oder der Patient sagt, gut, ich kann das aus meiner eigenen Tasche zunächst mal vorab finanzieren, wir versuchen dann immer so schnell wie möglich, diese Patienten auch aufzunehmen, denn ich sagte ja, die meisten Patienten befinden sich in einem austherapierten Zustand. Das heißt, die haben keine große Zeit mehr, um zuzuwarten. Und da sind wir so unkompliziert, dass wir schnellstmöglich reagieren. Herr Dr. Aschoff, die Zeit ist vorüber. Vielen Dank für diese umfassenden Informationen zu dieser Therapie. Und ich sage einfach vielen herzlichen Dank für das Telefonat und wünsche noch einen schönen Sonntag in die Pfalz nach Edenkoben. Herzlichen Gut, danke. Dank. Wiederhören. So, Franz Josef. Frau Theissen, wenn Sie das jetzt hören, wir haben jetzt einen Crashkurs gemacht, sage ich mal, zum Thema Hyperthermietherapie und zu dem Krankheitsbild, auch zu den Erfolgen. Jetzt sind Sie sich noch mehr sicher, dass Sie den richtigen Weg eingeschlagen haben, zu helfen, oder? Auf jeden Fall. Denke ich mir auch. Ja. Ich denke, die Zuschauer haben es ja jetzt auch gehört. Ja. Und so umfangreich kann ich es ja in meinen Artikeln nicht darstellen. Das denke ich auch, weil der Dr. Aschoff
der in seinem Bereich jetzt schon eine Kapazität ist, was das Therapieren mit dieser Erwärmung des Körpers angeht. Frau Puth, wenn Sie jetzt zugehört haben, dem Dr. Aschoff, diese Informationen rübergebracht wurden, da waren ja viele Sachen dabei, man musste jetzt erst auch mal verarbeiten, es ging also relativ schnell, aber ich denke mal, hier sind wir auf dem richtigen Weg und vor allen Dingen für Konarina, dass wir hier wirklich sagen können, dass der erste Schritt gemacht werden muss, dass der Erfolg da sein kann oder da sein sollte. Also ich verspreche mir große Hilfe von daher. Ich glaube fest daran und wir beten auch alle dafür und ich muss, wenn ich noch erwähnen darf, die ganze Stadt hat sich da eingesetzt im Moment. Wenn ich erwähnen darf, der Stadtrat von Münstermaifeld, an erster Stelle Herr Mumm, dem möchte ich persönlich ganz, ganz herzlich danken. Der hat sehr viel für uns getan, der hat überall alles in Bewegung gesetzt, damit Geld einkommt, Spenden einkommen, der Kindergarten. Beide Kindergärten von Münstermaifeld. Ich möchte allen Leuten, die gespendet haben, allen Leuten ganz, ganz herzlich danken. Von ganzem Herzen. Frau Puth, haben Sie noch weitere Aktionen vor oder denken Sie einfach, jetzt ist erstmal eingeleitet, jetzt wollen wir erstmal sehen, was dabei rauskommt und wie wir da jetzt weiter fortfahren? Nein, ich lasse das jetzt doch mal ein bisschen ruhiger angehen und all die Leute halten mich an der Straße an und jeder will was wissen. Es kommen aber auch negative Sachen an mich heran und es riefen mich schon einige Leute an und stellten die Frage, was mit dem Geld passiert, was am Ende der Therapie, der Behandlung übrig bleibt. Und da war ich doch ein bisschen erschrocken und gut, das ist natürlich auch ein Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich den Bericht im Wochenspiegel gelesen habe, und das ist auch das, was draußen in der Öffentlichkeit so ein bisschen diskutiert wird, Frau Theisen. Sie haben geschrieben von der Therapie und 22.000 Mark. Es ist eigentlich nicht drüber gekommen, dass das jetzt die erste sein müsste. Das war also die Problematik. Und wir haben ja jetzt doch gehört von dem Dr. Aschoff, wie es weitergehen soll. Wir haben auch von der Konarina gehört, wie es weitergehen wird. Das heißt also, wir müssen uns wirklich keine Gedanken machen, weder in Münstermaifeld noch die Zuschauer hier, was mit dem Restgeld passieren wird, weil da wird kein Restgeld übrig bleiben. Grob über den Daumen für die normale Therapie, wenn sie positiv anschlägt und alles, was dahinter sitzt, werden schon mal 200.000 Mark gebraucht. Ja. Also in der Richtung, und das ist das Minimum, sage ich jetzt mal, wenn man denkt, 22.000 Mark, 10 Therapien in etwa. Also ich denke, Frau Theisen, auch der Wochenspiegel, hier müssen wir noch was tun. Ja, natürlich. Machen wir, ne? Und wir tun auch wieder was. Zunächst uns bedanken bei Ihnen beiden, Frau Puth, Frau Theisen, für das Gespräch. Und wir sind alle positiv gestimmt, Frau Puth, dass das aufwärts geht. Und Sie haben es auch schon an den Zahlen gesehen. Sie haben es schon gesehen, dass auch dieser Nachmittag ein Erfolg ist. Und alle stellen sich unentgeltlich in diesen Dienst, genau wie Sie dieses angeregt haben. Und auch wie der Wochenspiegel, der das weiterverfolgen wird. Schönen Dank, die Damen, für das Gespräch. Und bevor wir abgeben zu Sigi Klein, der dann auch wieder etwas für uns hat, noch einmal das, was wichtig ist. Wenn Sie vom Spaziergang gekommen sind und sind jetzt gerade vor dem Fernseher bei einem Tässchen Kaffee und ein bisschen Gebäck, dann möchten wir Ihnen sagen, wir sind in einer Sonderausgabe von Kübler kommt mit einer Live-Sendung, die wir seit 15 Uhr machen, die bis 20 Uhr geht und die von 17 bis 19 Uhr dann auch die normale Sendung Kübler kommt enthält. Aber über die ganzen 5 Stunden sind Sie gehalten, denn wir haben diese Sendung unter das Motto gestellt, wir helfen Konarina Fader, und Sie sind gehalten, wie gesagt, zu spenden, anzurufen bei uns, was die spenden möchten, unter der Telefonnummer 02651 für Mayen und dann die 970970. Und die Bankverbindung, auf der Sie dann morgen früh Ihren uns vorgegebenen oder angerufenen Betrag einzahlen können, das ist die Raiffeisenbank Maifeld-Pellenz mit der Kontonummer 900907817 und die Bankleitzahl auch dazu, das ist die 576-62263. Hans Josef, meine Damen, wir geben jetzt erstmal ab, kleines Break noch. Vorher noch, bevor wir an Sigi abgeben, der Joachim Eberts hat vor der Sendung gesagt, wir werden dafür sorgen, dass Sie zu Hause unsere Telefonnummer auswendig lernen, weil er kann es jetzt schon, deshalb wird er auch entlassen. Ich darf mich bedanken bei dir, Joachim, dass du die erste Stunde oder eine Viertelstunde mitgemacht hast. Er hat jetzt nur andere Verpflichtungen und Dankeschön, dass du dabei warst bei unserer Sendung und wir werden dann gemeinsam jetzt die nächsten 3 Stunden
Sie zu Hause mit den Zuschauern und meine Wenigkeit mit meinen Gästen machen. So, und jetzt gehen wir rüber an den Sigi. Ja, und ganz besonders, wir tun was. Sie sollten etwas tun. Die Telefonnummer kennen Sie, die 026 51 die 970 970. Und es kommt nicht darauf an, wie hoch gespendet wird. Ich glaube, jeder Pfennig zählt. Ich sage erstmal ein Dankeschön an meine Kollegen und auch die Gäste, die heute hier sind, dass man die Initiative ergriffen hat, so etwas überhaupt in die Wege zu leiten. Und damit das Ganze ein wenig aufgelockert wird, würde ich sagen, machen wir wieder einen Videoclip, diesmal Mojo mit dem Stück Lady. 9 Spendeliste vorlesen und die haben wir vom Neukauf in Bitburg. Da hat die Frau Jüngels angerufen, 850 D-Mark. Dann haben wir ein Herr oder Frau Schwellenbach aus Mayen in Möhren. Sie hat 30 Mark gespendet. Dann haben wir ein Herr oder Frau Porz aus Mayen, aus dem Triackerweg. Und sie hat 20 D-Mark gespendet. Der Neukauf in Mettendorf, wo immer das liegt, das kann uns vielleicht der Herr Müller gleich sagen. Der hat 120, bei Bitburg, der hat 120 Mark gespendet. Und der Neukauf Trier-Schöndorfer Straße, da hat der Herr Weber angerufen und der hat 200 D-Mark gespendet. So, dass Sie also sehen, ich fange jetzt gar nicht mehr an mitzurechnen, wie viel das ist. Ich freue mich einfach auf das Endergebnis, was wir nachher haben am Ende unserer Sendung. Denn Sie wissen ja, Sie können telefonieren hier nach Mayen und können Ihre Spende weitergeben. Das heißt, unter der 02651 970 970. Jetzt ist das Telefon auch wieder frei, weil eben war es ja ein bisschen blockiert durch den Dr. Aschoff, wo wir uns ein bisschen länger unterhalten haben. Das Thema war auch wichtig, die Hyperthermietherapie. Und zwar die ganze Sendung heißt Wir helfen Konarina Fader. Und zum Helfen ist auch mein nächster Gast hier und das ist der Geschäftsführer vom Neukauf in Polch, der Herr Horst Müller. Richtig? Jawohl. Richtig. Herr Müller. Zuerst einmal Ihr Engagement, was Sie nach vorne getrieben haben. Wenn ich jetzt sehe, Neukauf, Neukauf in Bitburg, Neukauf in Mettendorf, dann Neukauf Trier, Schöndorfer Straße, Neukauf, Neukauf, Neukauf. Warum Neukauf? Weil wenn man gute Sachen macht, darf man natürlich auch Werbung machen. Ist gar kein Thema, gell? Wir wussten, die Konarina und die Petra sind ja langjährige Mitarbeiterinnen unseres Marktes. Die Petra ist die Mutter? Die Mutter von der Konarina. Mhm. Wir haben uns gedacht, wir müssen unbedingt mal was machen. Haben dann bei der Geschäftsleitung in Hettesheim eine groß angelegte Aktion gestartet, wo an alle Märkte ein Spendenaufruf erfolgt ist, was heute vielleicht unter Umständen fruchten wird. Obendrein hat die Geschäftsleitung in Hettesheim sich bereit erklärt, 2200 Mark zu spenden. Finde ich eigentlich eine super Einstellung. Ferner werden wir aus unserer Belegschaftskasse noch 1000 Mark drauflegen. Ferner haben wir Verkaufsaktionen im Markt selber gestartet. Würstchenverkauf vom Fleisch war gespendet, sodass wir jetzt sagen können, dass sich jetzt ein Spendenvolumen von 8.240 Mark mittlerweile erreicht hat, dass wir heute am heutigen Tag spenden möchten. Das ist schlicht und ergreifend, ist einfach toll, gell? Jetzt beide sind ja Mitarbeiter von Ihnen. Wie reagieren denn die Kunden da drauf, wenn jetzt heißt, da ist die Petra, da ist die Konarina, weil die kennt man ja auch in der Gemeinde Polch, also im Ort Polch. Wie reagiert denn jetzt die Bevölkerung da drauf, wenn ihr solche Aktionen fahrt? Die Resonanz ist eigentlich sehr gut, weil viele Leute haben jetzt in der Rheinzeit oder im Morgenspiel das Spiel liegt. Jetzt von der Konarina gesehen, wussten aber mit diesem Bild nichts anzufangen. Viele kommen, ja, wir kennen die Konarina doch, ja, die langjährige Markt, die arbeitet, und dementsprechend auch dieses Spendenvolumen von der Kundschaft. Sie wissen jetzt mit der Person was anzufangen. Gut, die Person, sage ich mal, war ja der eine Teil, das Mädel überhaupt, aber was mich so überwältigt, sage ich mal wirklich, ist halt, dass man für seine Nächsten, denn das ist ja das Wichtige bei dieser Sache, wir helfen jetzt Konarina zu leben.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, es könnten morgen Sie oder ich sein, der in dieser Situation ist. Und dann kann man doch nur froh sein, dass es Leute gibt wie Sie, die jetzt die ganze Edeka Deutschland rebellisch machen mit Spendenaktionen oder aber auch ihren eigenen Ort halt in Polch, diesen Neukauf mit Verkaufsaktionen, mit Sonderaktionen für die Mitarbeiter so gestaltet, dass da diese Summe von 8.240 Mark rüberkommt. Könnten Sie sich vorstellen, dass das jetzt eine einmalige Aktion ist, oder könnten Sie sich vorstellen, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, pass mal auf, ich bin auch in Not, Neukauf, mach auch mal. Ich sage jetzt mal, in diese Schiene reingehen würde. Die Bereitschaft wird persönlich da sein. Das Problem eigentlich im Allgemeinen ist, Sie wissen es selber, jeden Abend 14 Spendenaufrufe im Fernsehen. Spend für Indien, Spend für kranke Kinder. Ja, die Leute, wo sollen sie noch Geld herholen? Mhm. Natürlich, wenn es hier einer persönlich betrifft, hängt man sich auch mit aller Gewalt dahinter, weil man will ja helfen. Naja, gut, das ist schon klar. Und wird denn auch im Negativen, ich sag mal eben, die Frau Puth sagte eben, es rufen jetzt auch schon bei ihr Leute an und sagen, was passiert dann mit dem Geld, was zu viel gespendet wird. Und wir haben eben mal klargestellt, es kann nicht zu viel gespendet werden, denn diese Summe von 22.000 Mark, die ja immer im Raum steht und die ja auch gesucht wird, sage ich jetzt mal, diese Summe ist ja nur für einen Teil, für im Prinzip die erste Therapie. Und wovon wir ausgehen, dass diese erfolgreich wird, wie der Dr. Aschoff hier auch sagte, es wird danach wieder untersucht. Auch der Dr. Marsberg wird also diese Untersuchung dann mit durchführen, sodass wir also hier dann die Möglichkeit haben zu sagen, okay, jetzt kommt die zweite, die dritte, die vierte, und das bedeutet schlicht und ergreifend 200.000 Mark, die ja gebraucht werden. Und das ist ja, sage ich mal, ein Punkt, wo wir jetzt sagen können, wo Sie auch sagen können, wir tragen zu der ersten Geschichte, tragen wir bei, wir tragen viel bei, vom Gefühl her. Was meinen Sie denn, können Sie das noch lange durchstehen, zu sagen, okay, wir können auch noch einen zweiten und einen dritten Schritt mit in den Spendenbereich mit reinfinanzieren? Also wir wollen nichts unterlassen, um das weiter hochzuziehen. Mhm. Jetzt zum Beispiel, die Summe sollten jetzt da 30.000 Mark zusammenkommen, dann ist zwar die erste Therapie gesichert, aber man muss weiter rege bleiben, um diese Summen zusammenzukriegen. Mhm. Weil der Familie wird doch keinem normalen Mensch, ist es ja unmöglich, solche Summen zusammenzubringen. Mhm. Und deshalb bleiben wir da am Ball. Ja. Also ich glaube schon, dass das also wirklich möglich ist und dass wir hier wirklich etwas tun können und Sie, meine Damen und Herren zu Hause, auch etwas tun müssen, um hier mit dieser Spendenaktion Wir helfen Gunnarina Fader hier auch wirklich unseren Gang zu tun. Den Gang, den wir heute am Sonntag, den 11. Februar, hier von TVT1 Studio Rheinland rüberbringen möchten. Und ich sage es jetzt nochmal, weil jetzt ist mein Kollege Joachim Eberts hat nicht mehr da, jetzt muss ich es immer wieder sagen. Sie haben die Möglichkeit anzurufen unter der 02651 970 970, und weiterhin, wenn Sie dann Ihre Bereitschaft zu uns gebracht haben, telefonisch rübergebracht haben, dann morgen bei der Raiffeisenbank Maifeld Pellenz unter der Kontonummer 900 907 817 mit der Bankleitzahl 576 622 63. Und hier werden wir dann mit Sicherheit den Erfolg unseres heutigen Tages, unserer heutigen Sendung, den Erfolg auch weitergeben. Wir werden auch weiter verfolgen, was im Wochenspiegel, was TVT1, die ja gemeinsam diese Sendung jetzt hier auch für Gunnarina durchführt, werden gemeinsam weiterverfolgen, wie sich die Sache entwickelt, wie es weitergeht. So, und der Herr Müller vom Neukauf hat noch eine schöne Aufgabe für uns. Er möchte uns noch etwas übergeben von der Geschäftsleitung aus Heddesheim. Jawohl. Zwar ist das ein Scheck über 2.200 Mark, die Geschäftsleitung persönlich zur Verfügung stellt. Ach, jetzt mache ich das Ding hier am Computer zu. So, höher. Haha. So, also hier ein großer Scheck, aber mit auch großem Betrag.
Und ich möchte jetzt hier im Namen von Gunnarina und von der ganzen Familie natürlich Dankeschön sagen für Ihr Engagement, Herr Müller, vor allen Dingen aber auch für die Geschäftsleitung, die da mitgespielt hat. Ich denke, einen schönen Gruß nach Heddesheim, ein riesen Dankeschön und Kompliment für Ihre Arbeit. Danke. Sehr schön. So, und wir gehen weiter, wir machen weiter. Und wenn ich von weitermachen spreche, dann meine ich Sigi Klein. Und Sigi hat wieder etwas vorbereitet. Ja, ich muss mich zuerst natürlich einmal bedanken bei dem Herrn Müller von dem Neukauf in Forch. Denn er ist es, und das sollten Sie ruhig wissen, draußen an den Bildschirmen, der auch hier die Verpflegung für uns heute macht, die wir alle ehrenamtlich heute Dienst tun. Alles für die Gunnarina. Wir kommen zum nächsten Videoclip. Von der AOK hier in Mayen, Herr Egon Görz, herzlich willkommen. Herr Görz, Sie wissen, worum es geht. Unsere Sendung jetzt heißt Wir helfen Gunnarina Fader. Und in den Zeitschriften, in der Presse stand, dass die Krankenkasse, sprich stand nicht AOK, aber wir wissen, dass es die AOK ist, dass die AOK nicht zahlen kann, weil diese Leistung, diese Therapie nicht im Leistungskatalog steht. So, warum steht die nicht im Leistungskatalog? Sie steht nicht im Leistungskatalog, ist eine ziemlich pauschale Aussage. Man muss sich das mit dem Leistungskatalog nicht so vorstellen, dass irgendwo tatsächlich ein Katalog im Schrank steht, in dem festgehalten ist, welche Leistungen eine gesetzliche Krankenkasse überhaupt zahlt. Leistungskatalog der Krankenkasse ist mehr eine griffige Formulierung. Gehen Sie davon aus? Einen Moment, darf ich Sie gerade unterbrechen, weil ich habe gerade gehört, irgendjemand haben wir auf der Leitung. Irgendjemand möchte mit uns sprechen. Guten Tag, hier ist Franz Josef Kübler. Ja, hallo, mein Name ist Ralf V. aus Wittlich. Ich bin der Marktleiter vom Edeka Neukaufmarkt in Traben-Trarbach. Und wir würden uns gerne mit einer Spende beteiligen vom Neukaufteam Traben-Trarbach in einem Betrag von 1035 D-Mark. Das ist schlicht und ergreifend, Herr V. Und ich danke Ihnen im Namen auch von Gunnarina. Und Sie haben ja durch diese Aktion durch den Herrn Müller gehört. Und es freut uns, und es ist also schon heute Nachmittag in dieser anderthalben Stunde, wo wir jetzt hier diese Sendung machen, schon einiges zusammengekommen. Und ich glaube, dass mit Ihren 1000 Mark jetzt schon die 15.000 fast überschritten sind, dass wir also an diesem Betrag dran sind. Ich danke Ihnen, Ihrer Belegschaft, für dieses Interesse und vor allen Dingen für diese Spendenaktion. Danke Ihnen. Ja, ich danke. Alles klar. Danke, tschüss. So, wir sind wieder da. Thema Leistungskatalog, Herr Görz. Ja, Herr Kübler. Ich sagte, Leistungskatalog ist zunächst mal eine etwas griffige Formulierung. Man kommt dann leicht in Versuchung zu denken, es gäbe irgendwo einen Katalog, in dem alle Leistungen verzeichnet sind. Dem ist jedoch nicht so. Leistungskatalog heißt zunächst einmal, dass ich eine gesetzliche Grundlage habe. Die gesetzliche Grundlage sieht so aus, dass im Gesetz ziemlich pauschal drin steht, der Versicherte hat einen Anspruch auf ärztliche Leistung. Punkt. Mehr steht im Gesetz zunächst mal nicht. Oder der Versicherte hat einen Anspruch auf stationäre Behandlung, Krankenhausbehandlung. Mehr steht auch da im Gesetz nicht. Nun setzen sich die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Spitzenverbände der Ärzte zusammen und definieren, was ist denn damit überhaupt gemeint. Es wird dann eine Vereinbarung getroffen, die es gibt, in dem Leistungen aufgelistet werden, die mit insbesondere für die ärztliche Vergütung mit sogenannten Punktwerten behaftet sind, wo es dann heißt, ein Arztbesuch hat diesen Punktwert, eine Operation hat diesen Punktwert, eine Röntgenaufnahme hat diesen Punktwert. Das ist das, was jeder kennt, was der Patient, was der Versicherte überhaupt nicht mitbekommt. Aber das ist in der Tat ein ganz dicker Katalog, in dem alle üblichen, sage ich mal, Leistungen verzeichnet sind. Hier in dem Fall, um den es sich jetzt dreht, handelt es sich aber nicht um eine übliche Leistung, weil es sich nicht um einen üblichen Erkrankungsfall handelt. Wie in solchen Fällen, insbesondere bei Krebstherapien, üblich, kommen, bedingt durch den medizinischen Fortschritt, ständig neue Anbieter auf den Markt mit neuen Therapien. Die Medizin schreitet ständig fort. Es wird immer wieder etwas Neues, etwas Erfolgversprechendes probiert, in unterschiedlicher Zusammenfassung, in unterschiedlichen Therapieformen. Und dann gibt es darüber hinaus, neben diesem allgemeinen Katalog,
einen Ausschuss, der sich mit neuen oder besonderen Therapie- und Behandlungsformen befasst, die in einer Häufigkeit schon aufgetreten sind, dass man dazu eine gesicherte, wissenschaftlich-medizinisch begründete Aussage machen kann. Mhm. Er bewertet diese neuen Therapieformen und Behandlungsformen und trifft dann darüber eine Aussage, ob das eine Leistung ist oder sein könnte, die in den Leistungskatalog aufgenommen werden sollte oder könnte. Er trifft positive Entscheidungen, indem er sagt, jawohl, hier handelt es sich um eine neue oder erfolgversprechende Therapieform, die nehmen wir in diesen Leistungskatalog auf, dann ist sie im Leistungskatalog drin. Es gibt aber auch Fälle, in denen er zu dem Ergebnis kommt, das ist keine solche Leistung, die einer medizinischen oder wissenschaftlichen Nachprüfung standhält. Die kommt nicht in den Leistungskatalog. Diese Entscheidungen dieses Ausschusses sind für mich praktisch gesetzesgleich, oder die Krankenkasse gesetzesgleich, daran habe ich mich zu halten. Das heißt, zulasten der Solidargemeinschaft werden die üblichen Leistungen bezahlt, es werden diejenigen Leistungen vergütet, ob jetzt erstattet oder direkt an den Therapeuten bezahlt, die in diesem Ausschuss beschlossenermaßen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sein sollen, und es dürfen solche Leistungen nicht bezahlt werden, indem der Ausschuss gesagt hat, nein, das nehmen wir entweder vorläufig oder endgültig in diesem Leistungskatalog nicht auf. Mhm. Gut, was wir auch in unserem Vorgespräch besprochen oder gesprochen haben, war ja auch, dass einfach nicht heißen darf, du Krankenkasse, du willst nicht zahlen, weil hier geht es nicht ums Wollen, hier geht es, wie Sie es sagen, um die Gesetzmäßigkeit einer solchen Therapie. Vielleicht darf ich ganz kurz, das habe ich mir also aus dem Internet herausgeholt, mal etwas lesen, damit die Leute, unsere Zuschauer, auch wissen, hier geht es nicht um eine Entscheidung der AOK Mayen, sondern hier geht es also um bundesweit die Entscheidung. Der medizinische Dienst der Krankenkassen lehnte in allen Fällen, in denen er gefragt wurde, die Erstattungsfähigkeit ausnahmslos ab. Das heißt, da sie im Prinzip nur konventionell austherapierte Tumorpatienten, so wie wir es ja auch hier vor uns haben mit der Conarena, eine Indikation zur Therapie zu sehen und bestand und besteht, und alle Patienten, die zurzeit einen Rechtsanspruch auf der Grundlage der jeweiligen aktuellen Rechtsprechung vor dem Sozialgericht erzielen mussten. Das heißt also, hier geht es von Ihrer Seite nicht um eine individuelle Entscheidung, sondern das ist bundesweit. Ist es einfach so, dass der medizinische Dienst im Moment noch sagt, diese Hyperthermie-Therapie oder beziehungsweise eine Extrem-Hyperthermie-Therapie ist noch keine wissenschaftlich fundamentierte Therapieform? Man könnte zu diesem Ergebnis kommen, wenn dem so wäre. Das ist aber nicht der Fall. Der medizinische Dienst der Krankenkassen entscheidet nicht, ob es sich um eine solche Therapieform handelt oder nicht, sondern der medizinische Dienst der Krankenkassen liefert mir sozusagen den ärztlichen Sachverstand, den ich als Verwaltungsmensch ja nicht habe. Ich lege als Krankenkasse bei solchen Leistungsanträgen, wenn sie denn an mich gestellt werden, zurzeit stellt sich die Frage für mich noch nicht, entscheidet für mich die medizinische Frage. Ich kann nicht beurteilen, ich bin kein Mediziner, ob eine solche Therapie da ist, ob das eine geeignete Therapie ist, ob das ein austherapierter Patient ist oder nicht. Ich lege es mit der Fragestellung dem MDK vor, handelt es sich bei dem, was hier vom Versicherten gewünscht oder verlangt oder gefordert wird, um eine Therapieform, die in diesen Leistungskatalog einzuordnen ist oder eingeordnet werden kann. Und er prüft seinerseits unabhängig von diesem Einzelfall zunächst mal nur die Frage, ist es eine übliche Leistung, die, ich sag mal, vielleicht im Raum Main nicht üblich ist, aber irgendwo anders in der Bundesrepublik üblich ist, handelt es sich um eine Leistung, wie sie in diesen Richtlinien beschrieben ist, mit einem positiven oder negativen Urteil oder nicht. Der medizinische Dienst prüft nicht, ob hier aufgrund der vorliegenden Therapiewünsche es gegebenenfalls der Fall wäre, dass es sich um eine solche Leistung handelt, sondern der prüft Fakten. Ist diese Therapieform, die hier gewünscht wird, bereits in diesen Richtlinien behandelt worden oder nicht? Kommt er zu dem Ergebnis nein, lautet die Auskunft nicht, das ist keine geeignete Behandlungsform, sondern die Auskunft lautet, es handelt sich nicht um eine Therapie,
zu denen der Gesetzgeber sich in irgendeiner Weise entweder über gesetzliche Grundlagen oder über diese Richtlinien sich bereits positiv oder negativ geäußert hat. Mhm. Jetzt haben wir ja eben in dem Gespräch von dem Dr. Aschoff gehört, das haben Sie teilweise, glaube ich, mitbekommen, den letzten Rest. Den letzten Rest habe ich mitbekommen, ja. Es handelt sich ja um die Villa Medica, eine Privatklinik in Edenkoben. Jetzt kommt mal meine Frage einfach an Sie. Warum investiert eine Privatklinik jetzt eine siebenstellige Summe, um so eine Maschine zu kaufen? Oder gibt es auch bei uns Krankenhäuser, die also diese Maschine haben und diese Therapie durchführen können? Ich weiß, ich habe nicht mitbekommen, um welche Maschine es geht oder um welches medizinische Gerät es geht. Es ist auch hier wieder etwas komplizierter, als es zunächst den Anschein hat. Die gesetzlich krankenversicherten Personen haben, wie eingangs schon gesagt, Anspruch auf ärztliche Behandlung und auf stationäre Behandlung. All diese Behandlungsformen werden von Verträgen oder von Krankenhäusern durchgeführt, die mit den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt Verträge abgeschlossen haben. Diese sogenannte, wie man früher sagte, Kassenzulassung. Es gibt also Krankenhäuser, die sind in einem Krankenhausversorgungsplan, den jedes Land in der Bundesrepublik aufstellt, enthalten. Die haben eine solche Zulassung, mit denen kann und darf ich abrechnen. Es gibt Ärzte, die mit über die Kassenärztliche Vereinigung mit den Krankenkassen solche Verträge abgeschlossen haben, mit denen kann und darf ich abrechnen. Sobald es sich auch bei einer zugelassenen Therapieform, gehen wir mal von einer ganz normalen ärztlichen Behandlung aus, sobald die von einem Mediziner ausgeführt wird, der keinen Vertrag mit den gesetzlichen Krankenkassen abgeschlossen hat, darf ich auch diese Leistung nicht bezahlen, mangels einer rechtlichen Grundlage. Es ist also keineswegs so, dass der Vertrag, den die Klinik oder der Arzt abgeschlossen hat, vollkommen unbedeutend wäre, sondern eine reguläre medizinische Behandlung, egal jetzt mal ob stationär oder ambulant, darf von mir nur bezahlt werden gegenüber einem Behandler oder einem Krankenhaus, welches an dieser vertraglichen medizinischen Versorgung teilnimmt. Ja, das war so, der Dr. Aschoff hatte seine Therapie, wie das funktioniert, mit dem Erwärmen des Körpers inklusive einer Art Chemotherapie, also eines Einsatzes von einem Medikament, hatte er uns erklärt. Und er hatte auch gesagt, würde das denn helfen? Er hatte in seinem Schlusswort gesagt, er hatte zurzeit einen Fall von einem Kind, das also ungefähr die gleichen Symptome hat wie die junge Dame, also die Konarina, wovon wir ja hier sprechen. Und da hätte er am Freitag, also vorgestern erst von der Krankenkasse, im Bonner Raum muss das wohl gewesen sein, die positive Nachricht bekommen, dass die Therapie bezahlt werden könnte. Würde denn jetzt auch die Möglichkeit bestehen, ich sag mal, wenn er Ihnen das zukommen lassen würde, mit einem Antrag, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von Ihrer Seite muss ein Antrag gestellt werden auf Übernahme der Kosten. Der wird vom Versicherten, gestellt. Ja. Ist der noch gar nicht gestellt? Nein. Jetzt? Ja. Also wenn dieser Antrag gestellt würde mit, ich sag mal, diesem Fallbeispiel von der Krankenkasse Bonn, würde das denn in irgendeiner Form einen Einfluss auf den medizinischen Dienst der Krankenkassen nehmen können? Positiv? Nein. Es würde keinen Einfluss nehmen, weil er es nicht an Beispielen festmacht oder an vergleichbaren Fällen, sondern ich müsste zunächst einmal hingehen und definitiv feststellen, ich kenne also weder den Herrn Dr. Aschoff noch die Klinik, würde also zunächst einmal im Vorfeld feststellen, handelt es sich um einen Arzt mit einer entsprechenden Zulassung, handelt es sich um eine Klinik mit einer entsprechenden Zulassung. Sofern das der Fall ist, streitet man sich ja nicht mehr darum oder würde man sich nicht darum streiten, darf ich überhaupt bezahlen oder darf ich nicht bezahlen? Das Können wäre dann zunächst mal kein Problem, rein abrechnungstechnisch gesehen. Dann reduziert es sich auf die Frage, handelt es sich um eine Therapieform, für die die gesetzliche Krankenversicherung leistungspflichtig ist oder nicht? Die Frage würde vom medizinischen Dienst entschieden, nicht nach der Methode, da hat schon mal jemand bezahlt, da hat schon mal jemand bezahlt, mal egal wer, was aus welchen Gründen bezahlt hat, sondern es reduziert sich auf die Frage, ist es eine solche erstattungsfähige Leistung oder ist es eine solche nicht? Darauf würde sich das beziehen. Richtig. Und was wichtig ist, sage ich jetzt mal von meiner Warte aus, auch für Ihre Lage, wir kennen uns ja schon einige Zeit doch, dass es einfach nicht eine Ermessenssache
der Krankenkasse in Mayen ist, worum es geht, sondern dass es hier wirklich um den Fall geht, der geprüft wird, auf Antrag geprüft würde, wie Sie es gerade dann gesagt haben, und dann würde entschieden. Auf gar keinen Fall ist es eine Einzelfallentscheidung von mir, die mehr oder weniger von meinem Wohlwollen abhängen würde. Dafür ist der Fall menschlich viel zu tragisch. Bei so einer jungen Patientin, wie Sie sie geschildert haben, das an irgendwelchen, sage ich mal, nicht nachvollziehbaren Entscheidungsgrundsätzen festzumachen. Es ist ja so, obwohl ich kein Mediziner bin und den Fall und die Therapie nicht kenne, gehe ich mal davon aus, dass die Patientin, um die es hier geht, ja wahrscheinlich nicht die einzige Patientin ist, die ein solches Problem hat. Es gibt ja eine Vielzahl von Patienten, die in unterschiedlichster Form von dieser Problematik betroffen sind. Und im Interesse aller Patienten kann eine solche Entscheidung dann natürlich nur einheitlich ergehen. Was sichergestellt ist und sichergestellt werden muss, ist, dass in vergleichbaren Fällen auch vergleichbare Entscheidungen getroffen werden, die auf einer gleichen Grundlage beruhen und demzufolge dann auch zu einem gleichen Ergebnis führen. Herr Götz, dann danke ich Ihnen, dass Sie hier waren, dass wir auch Ihren Standpunkt kennenlernen durften, weil jede Sache hat zwei Gesichter, hat zwei Standpunkte. Und ich denke, wenn man jetzt eine Sendung macht, wo es darum geht, wir helfen Conorina, dass wir aber nicht irgendeinen Buhmann abstempeln dürfen und können, sondern dass man auch da diese Seite verstehen muss und verstehen soll und dass es dafür auch die Vorschriften gibt, die Gesetze gibt, die eingehalten werden müssen. Und wenn sonst jeder Verwaltungsmensch, sage ich mal, wie Sie es sind, eigen und willkürlich entscheiden dürfte oder könnte, dann würde also auch ein Chaos im Verwaltungsapparat stattfinden. Da können Sie von ausgehen. Bedanke ich mich ausdrücklich für. Persönlich wünsche ich der Conorina selbstverständlich mit ihrer Therapie, die sie anspielt, Erfolg. Und ich hoffe mit Ihnen und allen Zuschauern, dass der gesundheitliche Erfolg, den sie sich davon verspricht, auch eintritt. Ich danke Ihnen. So, Herr Götz. Auf Wiedersehen. So, und wir machen weiter und mit unserer Spendenaktion Wir helfen Conorina. Und ich glaube, bevor Sigi Klein jetzt wieder einen Musiktitel bringt und auch eine Liste von Spendern uns zeigen oder uns vorlesen wird, werde ich aber nochmal auf unsere Telefonnummer hinweisen, die da lautet hier in Mayen die 02651 970970. Sitzt eine ganz hübsche Dame am Telefon, also auch für die Herren, Sie dürfen ruhig anrufen. Ach, da fällt mir gerade noch ein schönes Beispiel ein. Sie haben vielleicht auch jetzt unsere Dekoration hier gesehen und die ist ja neu. Jetzt habe ich ja eine Zuschauerin, die bei jeder Sendung bösartig anruft, bei Michael tut das auf den Anruf beantworte und sagt dann, der Kübeler hat wieder seine Beine auseinander gemacht, er hat jetzt wieder seine Hose etwas höher gehabt. Ich war mir schon fast am Überlegen, ob wir nicht für den Fall auch mal einen Minirock anziehen sollten. Aber das habe ich dann halt nicht gemacht, sondern eine neue Deko gemacht. Und jetzt kann ich der jungen Dame einfach nur sagen, Sie haben jetzt jeden Sonntag, wenn die Sendung Kübeler kommt, haben Sie 23 Pfennig gespart. Rechnen Sie mal hoch, das sind bei vier Sendungen, bei 20 Sendungen sind das dann grob 4,60 Mark. Runden Sie es auf 10 Mark und legen Sie dann noch 10 Mark drauf für Ihre Bösartigkeit, wenn Sie dann hier anrufen. Dann haben wir 20 Mark, dann haben Sie Telefonat gespart und haben trotzdem was getan für einen guten Zweck. Wollte ich einfach auch mal loswerden, denn auch die Moderatoren dieser Sendung haben irgendwo Gefühle und diese Gefühle wollen wir auch nach außen tragen. Oder Sigi? Also da muss ich sagen, du sprichst gerade an Bösartigkeit und da kann ich sofort wieder eingreifen, denn es kann nicht angehen, ich meine, wir bedanken uns für jeden Anruf, aber es kann nicht angehen, dass jetzt schon bezweifelt wird, eventuell, dass die Spenden an den richtigen Ort kommen. Ich glaube, wenn wir so eine Aktion fahren, in Zusammenarbeit mit dem Wochenspiegel, in Zusammenarbeit mit allen Moderatoren, mit TVT1, dann hat das schon seinen guten Sinn, für die Conorina Fada etwas zu tun. Und ich darf Ihnen sagen, der Sie angerufen haben, darf ich sagen, Sie können ja einen Vermerk machen, dann auf Ihre Spende für Conorina. Wir werden das Ganze selbstverständlich auch nachprüfen, aber es ist nichts nachzuprüfen. Und wenn ich höre zum Beispiel, was übrig bleibt, wir wären die Glücklichsten, glaube ich, genau wie jeder andere, der diese Sache betrifft, wenn etwas übrig bleiben würde, wenn damit der Conorina geholfen werden könnte. Das nur am Bei. So, ich darf aber noch etwas verlesen, und zwar, wir haben wieder Spenden, es freut mich ganz besonders, 7 Mädchen der Gesangsgruppe Chic aus Mayen, die momentan ja im Karneval ganz aktiv sind,
Wir haben 70 Mark gespendet. Ein herzliches Dankeschön. Dann Eheleute Herr oder Frau Grün aus Main 100 D-Mark. Herr oder Frau Kalt oder Familie Kalt aus Main aus der Eintrachtstraße 100 D-Mark. Horst Dietz aus Main 40 Mark. Und ein herzliches Dankeschön dem Herrn Jox oder Jax vom Neukauf in Daun für die Spende von 750 D-Mark. Also es kommt doch schon einiges zusammen, aber sind wir doch ganz ehrlich, wir brauchen wirklich noch jede Menge und jeder Pfennig zählt. Ich sage noch einmal unsere Telefonnummer und Sie sollten dann natürlich auch morgen einzahlen, aber unsere Telefonnummer, wo Sie Ihre Spende schon einmal bekannt, 62263. Die Raiffeisenbank in Maifeld Pellens. Es geht um die Spendenaktion für die Konarina Fada. Unsere Telefonnummer, wo Sie uns drunter erreichen können und Ihre Spende schon bekannt geben können, die Sie dann hoffentlich morgen auch einzahlen, das ist die 02651970970. Und wir kommen ja jetzt gleich zu einer anderen Sendung. Innerhalb dieser Spendenaktionssendung, dieser Sondersendung, läuft natürlich auch hier ist gleich die Sendung Küveler kommt mit Franz Josef Küveler. Und ich darf jetzt schon mal sagen, ein herzliches Dankeschön wirklich allen Kolleginnen und Kollegen, die hier sind. Ich möchte alle mit Namen vorstellen, das werde ich mir für die letzte Stunde aufheben. Denn gerade die letzte Stunde, dann sollten auch Sie sehen, dass wir auch etwas tun. Kostenlos, selbstverständlich. Es ist für einen guten Zweck und dafür darf ich mich im Namen von allen Kolleginnen und Kollegen erstmal bei Ihnen bedanken. Denn das Spendenaufkommen in Deutschland ist und bleibt ziemlich groß. Es kommt noch eine Melodie, nun und zwar von Eros Ramazzotti und Adesso Tu. Und danach dann die Sendung Küveler kommt, obwohl wir weiter mit diesen Spenden. Aber glauben Sie mir, die Spenden, die hier ankommen bei uns bei TVT1, wovon wir heute sprechen, wofür wir sprechen und womit wir helfen wollen, diese Spenden gehen auch tatsächlich in diese Aktion rein. Und jeder, der von 15 Uhr an dabei war, der hat auch gesehen, wie die junge Dame aussieht, wie hilfsbedürftig dieses Mädel ist. Und hier sollten wir uns, unserem Herzen, auch einen Ruck geben. Und ich glaube, viele von Ihnen haben es schon getan, sonst wäre die Summe nicht zustande gekommen. Wir werden jetzt 2 Stunden lang uns mit der Politik beschäftigen, mit der normalen Sendung Küveler kommt, wie sie alle 14 Tage ja bei Ihnen auf dem Bildschirm ist, von 17 bis 19 Uhr. Politik ein Schwerpunkt, denn wir haben ja in gut 5 Wochen die Landtagswahlen, 6 Wochen die Landtagswahlen und Landtagswahlen hier bei uns in Rheinland-Pfalz ein wichtiges Thema. Geld scheint da zu sein. So wurde von der Zeit eigentlich fertig, aber heute Abend haben wir Zeit. Wenn auch meine Techniker mich gleich steinigen, macht nichts. Aber da kann ich also locker mit leben, weil wir haben ja noch eine Stunde. Aber diese Stunde soll ja auch sein zu unserem Thema Wir helfen Konarina Fada. Und für Sie zu Hause nochmal, wir haben seit 15 Uhr heute, also jetzt schon mittlerweile seit 4 Stunden, sind wir auf Sendung live hier und wir sammeln Spenden für diese junge Dame, die todkrank ist, die krebskrank ist. Und es gibt eigentlich nur ein Thema, eine Hoffnung und das ist die Hyperthermietherapie in einer Privatklinik. Und hierfür brauchen wir schlicht und ergreifend Geld. Aus diesem Grunde sage ich einfach nochmal, Sie sind gefordert zu Hause und wir werden dieser jungen Dame helfen. Wir haben jetzt schon eine stattliche Summe zusammenbekommen. Wir werden gleich nochmal darüber sprechen, wie viel das ist und was man damit tun kann und was noch gemacht werden muss. Wenn Sie spenden möchten, dann darf ich Ihnen zuerst einmal unsere Telefonnummer noch hier durchgeben. Eine junge Dame mit einer reizvollen Stimme wird Sie erwarten unter der 02651 970 970. Und hier können Sie Ihren Betrag, den Sie spenden möchten, für diese gute Sache, können Sie weitergeben. Oder aber Sie können das Geld morgen dann direkt auf ein Konto der Raiffeisenbank Maifeld-Pellenz überweisen unter der Kontonummer 900 907 817 und die Bankleitzahl ist 576 62263. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Stadtbild von Mendig und unseren beiden Fraktionsvorsitzenden Jörg Lemberts und Hermann Kleber. Und aber ich denke mal, ich habe mir jetzt auch eine kleine Pause verdient
und Zwischenstand und Musik und alles, was so dazu kommt, geben wir jetzt weiter zu Sigi Klein. So, nachdem ich verkabelt bin, dann kann ich jetzt mal den Zwischenstand einkommen. Ja, und ich sage wirklich einen wunderschönen guten Abend. Jetzt die letzte halbe Stunde, die wir noch hier sind im Studio hier in Main. Der Zwischenstand für unsere Spendenaktion für die Konarina Fada, der beläuft sich mittlerweile auf, man höre und staune, 17.256 Mark. Ich darf noch etwas nachtragen. Es hat noch gespendet Familie Stenz Marzi aus Main 100 Mark. Aus Männlich ungenannt 50 Mark, dann die Familie Tullius aus Porsche 20 Mark. Die Gesamtsumme, und ich hatte mich eben etwas verrechnet, waren dann 17.000 oder bis dato 17.256 D-Mark. Wenn man so bedenkt, dass eine Therapie von 3 Wochen so 22.000 Mark kostet, wäre es ja schön, wenn wir so die 3.000 noch vorkriegen würden bis 20 Uhr. Es wird natürlich schwer fahren, aber ich appelliere noch einmal an Sie und möchte auch einmal jetzt noch die Kontonummer durchgeben. Dazu muss ich ein wenig nach links von mir aus gesehen schauen. So, die Kontonummer für diese Spendenaktion ist die Raiffeisenbank Maifeld Pellens. Die Kontonummer 900 907 817. Die Bankwertzahl 576 622 63. Sie sollten uns aber auch dann anrufen unter der Telefonnummer 02651 970 970. Und wir werden dann, wenn Sie möchten, Ihre Spende noch durchgeben. Wie gesagt, die Spendenaktion läuft noch bis 20 Uhr auf jeden Fall für die Konarina Fada. Gespendet bis dato 17.256 Mark. Und jetzt würde ich sagen, machen wir ein wenig Musik. Ich sage einfach Technik ab. Ich weiß gar nicht, was mich nun erwartet, aber ich darf Ihnen eins sagen, es wird noch eine wunderschöne halbe Stunde und ich hoffe, dass nun die Technik bereit ist. Die ist noch nicht bereit, sehe ich gerade, das macht aber gar nichts, das ist halb so wild. Dieses Spendenaufkommen haben wir natürlich auch dann dem Wochenspiegel zu verdanken, der mit uns hier zusammen diese Aktion durchführt und nicht zuletzt aber auch dem Neukaufmarkt, dem Herrn Horst Müller aus Polsch, der wirklich mit seinem Mann und mit den Neukauf- und Edeka-Märkten in der Region sehr viel dazu beigetragen hat. Und nun sage ich einfach Technik ab. Harte Arbeit, Kühvoller kommt, du hast es ja intensive Themen, widmen wir uns natürlich jetzt die letzte halbe Stunde unserer Spendenaktion weiter zu. Das ist sicher mit vernommen. 17.256 Mark sind im Pott drin, könnte man ja sagen. Aber es ist einfach noch zu wenig. Denn diese Therapie für unsere Gonorrhea Fada, die besagt ja, dass zumindest die erste Therapie 3 Wochen 22.000 Mark kostet. Das ist schon reichlich. Gut, dann werden wir jetzt nochmal unseren Zuschauern erzählen, worum es geht. Für alle die, die natürlich nicht seit 15 Uhr heute Nachmittag hier bei uns dabei sind. Seit 15 Uhr machen wir hier diesen Spendenmarathon schon. Und wir haben unsere Erfolge, wie Sigi Klein das eben gerade gesagt hat,
Wir haben die Erfolge und wir sind stolz darauf, dass wir von TVT1 Studio Eifel auch diese 17.000 Mark dabei steuern können. Thematik des Ganzen ist natürlich, und da will ich noch mal ganz kurz zurückkommen auf das, was wir am Anfang hatten in unserer Sendung. Wir hatten Konorina Fader hier, Mädel, die sehr krank ist, um es nicht anders auszudrücken, sie ist todkrank. Sie ist austherapiert, was Chemotherapie angeht. Sie ist aber auch, und das haben wir von dem behandelnden Arzt, dem Dr. Aschhoffer, aus Edenkoben, dieser Privatklinik, erfahren. Sie ist aber auch ein Fall für diese Möglichkeit. Und ich sage immer wieder, ich habe es eben angesprochen und spreche es jetzt nochmal an, wenn Sie in dieser Situation wären, wenn man Ihnen sagen würde, Sie haben diese Krankheit und so sieht es aus. Gleichzeitig würde Ihnen jemand diesen Strohhalm reichen. Jemand würde sagen, pass auf, du läufst jetzt 500 Meter auf den Händen. Sie würden es versuchen, selbst wenn Sie genau wissen, nach einem Meter fallen Sie um. Und dieser Versuch, und das ist das, was wir jetzt tun wollen, wir wollen helfen.